wollen jetzt am Anfang einen kurzen Vortrag hören. Und zwar haben wir Dr. Philipp Bouchelier von der Tegel Projekt GmbH hier, Geschäftsführer, und Nicolas Novotny aus dem Bereich des Städtebaus von der Tegel Projekt. Und sie werden uns ein paar Informationen geben zu dem Projekt, was überhaupt auf dem Flughafen passieren soll, wenn er dann schließt. Und wir haben Ben Krenz von der BVG hier in der Runde sitzen. Jetzt nicht hier ursprünglich angekündigt, Herr Freitag, sondern Herr Krenz ist heute Abend hier und wird uns ein bisschen was dazu sagen, was eigentlich verkehrsmäßig für Veränderungen passieren, wenn der Flughafen geschlossen ist. Wir wollen danach eine kurze Interviewrunde hier auf dem Podium machen. Wir haben Herrn Bezirksstadtrat Röding aus Spandau noch dazu und wir haben Herrn Krause von der GEWOBAG noch hier oben auf dem Podium sitzen. Bezirksstadtrat Röding haben Sie eben schon gehört. Und Schulte, Entschuldigung. Und ja, wir würden dann jetzt direkt in die, wir würden dann im Anschluss noch Rückfragen von Ihnen hören. Ich würde sagen, wir hören erstmal die Vorträge und danach, während wir hier die Interviewrunde machen, können Sie eben bei Herrn Langenbrink und bei Frau Menrath direkt Ihre Fragen abgeben jederzeit. Wir wollen, dass es dann auch lebendig wird und dass immer wieder wir mal horchen, was denn unsere Anwältinnen und Anwälte des Publikums uns mit in die Diskussion hier oben einspeisen. Und wir würden Sie ab 19:30 noch einladen, mit uns zu den Fragen noch etwas weiter zu diskutieren. Zwei Anmerkungen noch. Wir würden diese Veranstaltung zu Dokumentationszwecken aufzeichnen. Die Datei dient einfach das Anfertigen eines Protokolls, das Sie im Anschluss von uns erhalten können, wenn Sie Ihre E-Mail in der Liste mit eintragen. Und ich habe eben noch reinbekommen eine Anfrage von einem Herrn dort hinten, der möchte diese Veranstaltung gerne auf Video aufzeichnen, wenn ich das richtig verstanden habe, hier vorne. Das Podium wird es dann auch nachher auf YouTube, ins Internet einzustellen. Und ich würde an dieser Stelle ganz kurz die Frage stellen, ob das für alle Anwesenden in Ordnung ist. Wir haben es jetzt so kurzfristig hier eine Frage bekommen. Gibt es Gegenstimmen? Ja. Dann gebe ich jetzt nochmal weiter an Herrn Schulte und dann an Herrn Bouchelier und Herrn Löber. Damit ich es nicht vergesse und sonst kriegt man nach der Veranstaltung mehr Ärger, begrüße ich natürlich ganz herzlich auch das Mitglied des Abgeordnetenhauses, Herrn Evers von der CDU-Fraktion. Begrüße aus der BVV, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, von der SPD-Fraktion Herrn Tilliger, Herr Wittke und Frau Dittner, von den Piraten Herrn Schlosser, von den Grünen Herrn Heise und von der CDU Herrn Süß. Und habe ich von den Spandauer, weiß nicht, ob jemand da ist, muss man Herrn Röding helfen. Okay, gut. Also insofern herzlich willkommen. Das zeigt auch, dass ein Spandauer Piraten sind da und natürlich auch Jenny Wieland von den Grünen auch noch da. Insofern, die ja auch mit Initiatoren auf dieser Veranstaltung war. Insofern herzlich willkommen. Das heißt, ihre Impulse werden also auch mitgenommen und das ist eben auch ganz wichtig und dann auch versucht umgesetzt zu werden. Ich freue mich, dass es so voll ist. Ich hatte vorher eigentlich die Vermutung, dass wir bei so einer Veranstaltung jetzt in der Zwischenzeit, wo relativ wenig in der Presse über was berichtet wird, 30 oder 40 Leute kommen, aber das sind so gefühlt 80 bis 100, würde ich sagen. Das entspricht aber auch ungefähr dem, was wir seit 2008 immer wieder erlebt haben. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt aus dem luftleeren Raum plötzlich hier runterfallen und mit fertigen Konzepten kommen, sondern was wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist eine Bürgerbeteiligung, die es ja selten mal anfängt. Der große Ordnung gegeben hat. Also seit 2008 haben wir 6 große Abgeordnetenkonferenzen. Jedes Mal haben um die 500 Bürgerinnen und Bürger daran teilgenommen. Das
wurde im Vergleich zu anderen Großprojekten auch ganz anders angegangen. Man ging ergebnisoffen rein und hat wirklich auch die Bevölkerung gefragt, was wollt ihr eigentlich mit Themen machen? Denn dann schließt hinterher, es gab Konzepte für Wohnnutzung, in Garkam hat ein Konzept Tegel Plus, eine Energie-Plus-Stadt vorgestellt, die ausschließlich auf Wohnen ausgerichtet war. Und im Laufe der Jahre, so von Konferenz zu Konferenz, ums Jahr 2010 rum, hat sich dann schließlich das Thema der Zukunftstechnologien, der Stadttechnologien durchgesetzt, mit dem Schwerpunkt tatsächlich einen Wirtschaftsstandort zu machen, Arbeitsplätze schaffen zu wollen. Und das hat sich dann in der Folge immer weiter verfestigt oder ausgearbeitet. Dann hat parallel ein Prozess mit Stadtplanern und Architekten stattgefunden, ein Werkstattverfahren. Und aus dem Werkstattverfahren ist dann der Masterplan herausgekommen, so wie Sie ihn heute Abend sehen werden. Also es gibt eine lange Tradition der Bürgerbeteiligung in diesem Projekt. Und ich freue mich, dass auch hier heute Abend das Interesse, trotz des schlechten Wetters und so weiter, dass das Interesse so groß ist, dass wir zahlreich erschienen sind. Ich werde Ihnen ein bisschen von dem erzählen, was wir als Gesellschaft uns vorgenommen haben. Ich möchte Ihnen aber auch gerne den größeren Kontext darstellen, in dem wir uns im Augenblick befinden. Jetzt wird es nicht. Doch, jetzt kommt er. Von einer langfristigen Entwicklung hier wissen schlicht und einfach nicht, wann der neue Flughafen aufmacht. Wir hängen in der Futterkette so ein bisschen dran, das wissen Sie. Wir können nichts bauen, bevor wir nicht auf das Gelände können. Auf das Gelände können wir frühestens ein halbes Jahr bis 9 Monate, nachdem der neue Flughafen eröffnet hat. Wir werden den ersten Flughafen in 3 Monaten haben, in der die sicherheitsrelevanten Anlagen zurückgebaut werden. Das kann auch erst erfolgen, nachdem wir 6 Monate den Flughafen Tegel im Betriebsbereich vorgehalten haben. Also Schließung. Offizielle Schließung, Umzug, 6 Monate vorhalten des Flughafens Tegel für den Fall, dass man noch wieder zurück muss, falls es ausschließt. Und dann 1 Monat Rückbau, das ist der Regelprozess, dann würden wir das Land Berlin die Fläche übernehmen und keine Baumaßnahmen machen. Das ist die Frage derzeit, wann das losgehen muss. Wir rechnen damit intern, dass es irgendwann Ende 15, Anfang 16 vielleicht sein könnte, aber keiner weiß das so genau, wir informieren uns genauso aus der Presse wie Sie. Also das ist nichts, was wir jetzt irgendwie als Neuigkeit zitieren könnten, sondern ich glaube, wir sind alle gleich schlau und gleich rund im Augenblick. Der Sport ist groß. Das war meine Lieblingsschlagzeile, deswegen muss ich das gerne wieder rausbringen, fällt ein hoch. Aber ich glaube, wir brauchen darüber jetzt heute Abend nicht zu reden, das ist nicht unser Thema und wir sind auch nicht verantwortlich für die Eröffnung des Neuen. Deswegen sind wir auch nicht die Adressaten für Tegel soll aufbleiben oder Tegel soll zumachen. Das ist nicht unser Thema. Wir sagen nur auf die Frage hin, was nach TXL kommt. TXL natürlich. TXL bleibt als Startplatz für urbane Technologien. Das ganze Projekt hat das TXL aufgenommen im Markennamen. Das sehen Sie hier. Die Urban Tech Republic heißt nicht die Urban Tech Republic, sondern es heißt vor allem Berlin TXL. Und das ist Berlin TXL. Das ist der Name des Projektes. Gehen wir auch international auf Tour, stellen das überall vor, stoßen auf große Begeisterung. Heute Morgen zum Beispiel bei einem großen Eco-Summit in London, Chrysler, wir kennen das Gebäude vielleicht aus der Presse, Siemens hat dort ein großes Gebäude gebaut, 60 Millionen, in dem die Stadt der Zukunft vorgestellt wird. Dort hat eine breite Konferenz und das Projekt heute auch vorgestellt, was extrem guten Widerhall fand. Entschuldigung, es gibt Beschwerden, ihr seid zu leise. Wenn ich etwas verschluckt klingen sollte, dann nicht aus Stimmung, sondern wenn er vielleicht erkennt, dann sehen wir es mir bitte nach. Der Traum vom Fliegen ist erfüllt. Na, jetzt geht es wirklich um neue Träume, wir wollen was Neues machen. Wir wollen auf zu neuen Ufern. Sie kennen das Plakat vielleicht, das hing eine ganze Weile am Flughafen schon. Wir wollen den Innovationspark für urbane Technologien machen. Worum es eigentlich geht, inhaltlich, ich rede jetzt nicht von dem Gelände, sondern von dem, was wir uns vorgenommen haben, ist Antworten zu finden auf die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen. Das ist ganz klar natürlich die Urbanisierung, ist aber auch eine alternde Gesellschaft, das geht von selber weiter im Augenblick. Es ist der Klimawandel und die sehr spezifisch deutsche Art, darauf zu reagieren mit der Energiewende und all den noch völlig ungelösten Problemen, ist der Ressourcenmangel. Also all das sind Themen, die Lösungen brauchen.
Urbanisierung ist das Drängendste davon. Wir haben schon jetzt eben mehr als 50% aller Menschen weltweit in Städten. Und es wird immer mehr. Auf 2% der Erdoberfläche, dort werden 75% aller Ressourcen verbraucht. Aber um es mal als Chance zu begreifen, dort werden auch 80% des globalen Wohlstandes kreiert. Und das ist genau der Ansatzpunkt, den wir wählen. Wir sagen, wir wollen ressourcenschonendere Lösungen entwickeln. Wir wollen diese Wohlstandskreierung darauf lenken, eine bessere Welt zu schaffen. Aber nicht, weil wir gute Menschen sind, sondern weil es ein großes Geschäft ist. Man geht davon aus, dass der Markt weltweit dafür auf 4.400 Milliarden Euro anwächst. Jährliches Umsatzvolumen im Bereich der urbanen Technologien. Das sind nur die 6 Bereiche, die wir uns vorgenommen haben. Und hier sehen Sie einige Firmen, die das schon als Wachstumsfeld erkannt haben, sehr stark auf das Thema Stadt setzen und dort auch zum Teil schon erhebliche Umsätze machen. Andere haben noch leichte Probleme, aber wir stehen am Anfang von einer großen Entwicklung. Urbane Technologien stehen im Herzen des Ganzen. Urbane Technologien sind die Voraussetzung dafür, dass unsere Städte klüger werden, die ganzen Infrastrukturen. Wir werden vor allem in der frühen Phase sehr stark auf Energiethemen setzen und auf Mobilitätsthemen. Dazu kommen Recycling und Wasser und dann haben wir zwei Querschnittsthemen, die über alles drüber laufen. Das ist einmal Materialforschung mit Werkstoffen, die Sie brauchen, um zum Beispiel neue Batterien zu machen, um neue Membranen zu entwickeln für die Wasseraufbereitung und Ähnliches. Ganz viele der Innovationen der letzten 20, 30 Jahre kamen aus der Materialforschung heraus, deswegen halten wir das für unbedingt wichtig. Und gleichzeitig natürlich die ganzen IT-Lösungen, die Sie brauchen, um die dummen Infrastrukturen klug zu machen, damit sie miteinander reden können. Und die meisten Kommunen, wie auch Berlin, sind einigermaßen pleite, das wissen wir. Das heißt, alles neu zu bauen ist keine Option, aber das Bestehende mit IT-Lösungen besser zu verknüpfen, aufeinander abzustimmen und dadurch höhere Effizienzen zu schaffen, das ist eine gute Lösung. Und das ist Bestandteil dessen, was wir uns vorgenommen haben, als Ansiedlungsthema vor allem. Berlin hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt. Es kommt. Wir haben uns in den letzten 20 Jahren auf eine Art und Weise zu einer Forschungs- und Wissenschaftsstadt entwickelt, die es viele noch gar nicht wahrgenommen haben. Das ist unheimlich beeindruckend. Wir haben inzwischen 70 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, wir haben 4 Universitäten, 7 Fachhochschulen und Privatuniversitäten, 23 private Hochschulen dazu, Forschungsabteilungen großer Unternehmen sind inzwischen nach Berlin gekommen, über Kultur, öffentlichen Nahverkehr und so brauche ich das gar nicht zu reden. Berlin ist eine unglaublich tolle Stadt geworden, die unheimliche Substanz hat. Wir haben in den Landesbetrieben Superlative zu bieten, wir haben die größten Werderbetriebe, wir haben den größten Rettungsbetrieb, mit der Feuerwehr in ganz Europa. Wir haben einen unglaublich großen Gasversorger, die Stadtreinigung, die BSR ist die größte in Europa. Wirklich superlative. Und das fällt alles auch in unseren Bereich, in der urbanen Technologien. Da kommt ein Investitionsvolumen nur bei den landeseigenen Gesellschaften von ungefähr 1,4 Milliarden im Jahr zusammen. Wenn Sie nur einen Teil dessen auf Innovationen lenken, dann haben Sie natürlich eine unheimliche Kraft dahinter. Hier sehen Sie nochmal unsere Bereiche mit ein paar Beispielprojekten. Ich gehe jetzt nicht so sehr darauf ein, sondern lenke den Blick eher jetzt langsam auch zum Gelände rüber und dem, in welchem Ablauf wir es konkret machen wollen. Ja, wir haben inzwischen die besten FOP-Bedingungen, Forschungs- und Entwicklungsbedingungen in Deutschland. Das haben die Statistiken. Wir sind zum Innovationszentrum in Deutschland geworden. Wir sind führend nach allen Statistiken immer mehr Venture-Capital-Investments gehen nach Berlin. Im ersten Halbjahr waren es fast doppelt so viele wie nach Bayern. Bayern war lange führend im Bereich der Venture-Capital-Investments für Startups. Und wie, also es passiert eine ganze Menge. Und das ist ein tolles Umfeld in der Innovation und auch der Investitionen, in denen wir uns im Augenblick befinden. Das ist eine tolle Dynamik. Aber ist er nicht schön, der Flughafen? Wunderbaren 70er-Jahre-Design, ein bisschen retrofuturistisch, wie alle Dinge wären, und wir wollen ihn auch gerne so erhalten, als Flughafen, wenn man besser was draus macht. Die Lage ist super, sie ist eine Viertelstunde von der Bundesregierung entfernt, die Bundesregierung ist, das vergessen wir sehr schnell, ist nun mal die Regierung des wirtschaftlich bedeutendsten Landes in ganz Europa. Und wenn man aus dem Ausland kommt, dann ist eine Viertelstunde bis zur Bundesregierung mit dem Auto ohne Stau, muss man dazu sagen,
sozusagen. Ist eine Viertelstunde gigantisch. Also offen halten. Heute Morgen in London zu einer alten, zur anderen Seite zu kommen, unter zwei Stunden ist da nichts zu wollen. Also offen halten. Das klingt so, als ob Sie jetzt dafür sind, dass er offen bleibt. Nein, das ist ein wunderbarer Ansiedlungsort. Sie liegen zentral und zum neuen Flughafen brauchen die auch nur 25 Minuten. Also werden wir 15 Minuten nicht mehr haben. Wenn Sie sich das Umfeld ein bisschen genauer angucken, viele von Ihnen kennen das hier als Anwohner, sind ja eingebettet in einmal das alte Industriecluster, in Spandau, die BMW-Produktion, Osram und Siemens natürlich, das kennen Sie alles, aber auch unten. Reinickendorf mit Otis etc. Das war die alte Industriegegend von Berlin. Hier wurde immer produziert und mitten darin liegen wir mit dem Projekt. Es gibt etliche Hochschulen, die dann im weiteren Umfeld sind etc. Also es ist eine ganz gute, aber sehr große Angelegenheit mit diesen 450 Hektar Fläche, diesen 5 Quadratkilometer, erreichen wir 5% von Paris. Das ist unglaublich. Ein riesiges Gelände. Wir nehmen als Fluggäste typischerweise ja nur das Terminalgebäude war, so ein bisschen weit rum, aber nicht wirklich viel. Wie groß das ist, merkt man erst, wenn man einmal draußen steht und drüber guckt. Das ist schon eine Wahnsinnsaufgabe, die wir uns bekommen. Nochmal eine schöne Luftaufnahme, die es sehr deutlich macht. Es ist nicht alles ganz leicht, nur ein Drittel der Fläche gehört uns, zwei Drittel gehört dem Bund. Wir arbeiten inzwischen aber ziemlich gut zusammen. Das war am Anfang ein bisschen hakelig. Da hat die Verschiebung auch ein bisschen geholfen, dass wir Zeit hatten, uns ein wenig anzunähern und die Prozesse etwas zu glätten. Das klappt inzwischen ganz gut. Wir haben gemeinsame Workshops und auch sehr klare Absprachen, vertiefen das immer weiter. Und hier sehen Sie schon abgeleitet von dem Flächennutzungsplan, den Masterplan, eine etwas vereinfachte Darstellung des Masterplans. Wichtig dabei sind die Zentrum, den Campus, das wird eine Forschungs- und Wissenschaftszone, dann drumherum ein Gewerbeband für eher kleinere Ansiedlungen und oben, das ist einzigartig in dieser Form, sehen Sie eine 80 Hektar große Industriefläche, so dass man, um mal als Unternehmensberater zu sprechen, die ganze Wertschöpfungskette auf einem Gelände abgebildet werden kann. Das heißt, die Idee wird in der Forschung geboren, wird dann von Startups oder universitären Ausgründungen zur Produktidee gebracht, wird kommerzialisiert, gewerblich, im Gewerbeband und dann schließlich in die Großproduktion reingegeben, oben im Industriebereich. Und das gibt es in dieser Form nirgends. Das so planen zu können, so aufbauen zu können, ist eine große Chance für uns. Das ist der Masterplan in seiner offiziellen Version. Der ist nicht ganz so anschaulich, wenn man mit der Legende nicht vertraut ist, deswegen haben wir es ein bisschen mit möglichen Nutzungsformen hinterlegt. Entschuldigung, der Computer macht nicht immer das, was ich möchte. Sie sehen die Landebahnen, die teilweise erhalten werden. Sie sehen die Hangars, die Berliner Feuerwehr gerne rein möchte, was wir für eine sehr gute Idee halten mit der Berliner Feuer- und Rettungsakademie. Sie sehen die Logistikgebäude, die man relativ leicht als Produktions- und Werkstattflächen benutzen kann. Sie sehen, was wir Basecamp nennen, das ist das Terminal D hinter der S-Bahn, der kleinen Currywurstbude, oder hinter den, wenn Sie das besser kennen, hinter den Autovermietungen. Ein relativ langer, schlichter Bau, dazu komme ich gleich nochmal. Dann haben wir auch einen gewissen Wohnanteil zur Reinickendorfer Seite hin, das sehen Sie ganz rechts im Bild, östlich. Wird es eine 15 Hektar Fläche geben, die für den Wohnungsbau mit Wettbewerb ausgeschrieben wird. Dort können etwa 1000 Wohnungen entstehen. Und dann gibt es außerdem noch Verdichtungsmöglichkeiten für Wohnen hier im Bereich der Cité Pasteur. So dass wir am Ende auch oben im Norden, wenn die Bundeswehr dann mal irgendwann abzieht, dass wir insgesamt Potenzial für vielleicht 2.500 Wohnungen haben. Terminal D habe ich gerade erwähnt. Wir haben Architekten gebeten, in einer Ausschreibung gebeten, mal zu gucken, ob man dieses Gebäude umbauen könnte in ein Innovationszentrum, in ein Gründerzentrum. Das war nur eine Machbarkeitsstudie, es ist jetzt kein fertiger Architekturentwurf. Da haben wir geguckt, wie die Gebäudetiefe, wie die Lichtverhältnisse, kriegt man das in der Gebäudetechnik in den Griff, wie aufwendig wäre das Ganze. Und daraus ist was ganz Spannendes geworden, wie wir finden. Sieht sehr modern aus, sehr
zukunftsträchtig. Sie haben versucht, viel von der Bestands, von dem Bestand zu integrieren. Das versuchen wir ohnehin überall zu machen, viel von dem Bestehenden weiter zu nutzen. Und was ich da würde ich auch gerne arbeiten. Das hat eine schöne Anmutung, es ist hell, durchleuchtet, flexibel, so wie sich mal wie heute moderne Büros eben aussehen. Ich sage gleich dazu, die Finanzierung ist noch nicht gesichert, aber es macht schon mal Lust auf das, was entstehen könnte. Dann ist es mal ein kleiner Gag von den Architekten, da hat ein kleines Windrad, ein vertikales, noch hingestellt, da könnte man dann einen Sponsoren vielleicht finden, das Ganze finanziert und sein Logo darauf klebt, aber so erkennt man dann wenigstens die Lage. Der zweite Schritt wäre, die Hochschule reinzuholen, die Beuth-Hochschule. Sie kennen das Thema bereits, etwa 50% der Beuth-Hochschule sollen umziehen. Im Augenblick gibt es 4 Standorte, die sollen auf 2 reduziert werden, wird konsolidiert. Und hier im Flughafengebäude soll nur das reinkommen, was mit urbanen Techniken zu tun hat. Das heißt Mechatroniker, das heißt die Leute, die mit Elektromobilität zu tun haben, als Energetiker, die sich um Smart Grid, um Speicherlösungen kümmern, aber auch sowas wie die urbanen Hortikulturisten, die um Dachbegrünung und grüne Fassaden kümmern. All das soll hier an diesem Standort passieren und passt in hervorragender Weise in unser Konzept. Deswegen freuen wir uns, dass die Beuth-Hochschule an der Stelle auch so beherzt dahinter steht und gemeinsam mit uns dafür kämpft, dass wir die entsprechenden Budgets auch im Haushalt verankert bekommen. Noch ein paar Bilder. Und dann würde ich Ihnen gerne ein kurzes Video gleich zeigen. Zusammengefasst, bis 2035, wir haben eine 20-Jahres-Planung, erwarten wir analog zu Agershof, wo das Ganze schon mal durchexerziert wurde, etwa 2 Milliarden Umsatz von 800 Unternehmen, etwa 15.000 Arbeitsplätze, 5.000 Studierende. Und das würde ungefähr 180 Millionen an Steuereinnahmen für die Landeskasse bedeuten. Das sind Zahlen analog von Adlershof. Wenn wir einmal das Video starten können. In welchen Hochschulen arbeiten? In den nächsten 4 Jahrzehnten werden wir mehr Stadt bauen als in 4 Jahrtausenden zuvor. Wir sollten kluge Städte bauen. Städte, in denen jedes Dach Sonne sammelt, Wind oder Regen. Und irgendwann tanken alle Flugzeuge Sonne statt Kerosin. Vielleicht speichern Straßen bald Bremsenergie. Und wann lassen wir uns beamen? Wir machen Stahl so leicht wie Kunststoff. Und Kunststoff so stabil wie Stahl. Aus Plastik machen wir wieder Öl. Wie wir das alles schaffen? Indem wir damit anfangen. Berlin TXL denkt Stadt und ihre Zukunft. Aus dem Flughafen Tegel wird der Startplatz für Urban Technologies. In Berlin TXL beginnen Ideen zu fliegen. Und Produkte finden von hier den Weg zu den Märkten. Startups treffen auf universitäre Forschung und Industrieunternehmen. Studenten auf Ingenieure, neue Ideen auf große Erfahrung. Ein dichtes Netz von Hochschulen und Gründern, Industrie und Instituten. Ein lernender Organismus. Ein System, das sich selbst verstärkt. Hier entstehen Antworten auf die Herausforderungen von morgen. Werden Sie jetzt Teil des neuen Berlin. Bauen wir gemeinsam an den Smart Cities von morgen. In Berlin TXL, der Urban Tech Republic. So, im zweiten Teil möchte ich bei Herrn Rotti bitten, etwas über die verkehrliche Planung zu erzählen. Ja, vielen Dank, Philipp Boutillier. Mir obliegt es jetzt, Ihnen das Verkehrskonzept vorzustellen für die Urban Tech Republic, sobald die Präsentation startet. Genau. Im Prinzip ist es ja eine einfache Frage, Verkehrskonzeption. Wie komme ich zukünftig in die Urban Tech Republic? Bis jetzt kennen Sie es, die Situation Bus, Taxi, Auto. Der Punkt ist, ist das jetzt die Frage? Das ist sicherlich das, was Sie jetzt wissen wollen. Aber wir haben uns tatsächlich erstmal andere Fragen gestellt. Herr Gerber, ja. Der war gestern okay. Planen. Ja, schauen Sie mal, wir sind jetzt hier, andere Fragen gestellt. Zum Beispiel, was sind die Verkehrstechnologien der Zukunft? Damit haben wir uns auseinandergesetzt. Thema ist natürlich auch Elektromobilität, ist klar. Welche Verkehrsmittel werden wir in der Zukunft benutzen? Nutzen wir immer noch den Bus? Fährt jeder mit seinem Auto dahin? Oder sind das andere Verkehrsmittel?
welche Risiken, Thema Umwelt und Nebenwirkungen, Kosten, verursachen wir mit den Wegen von A nach B? Frage, wie vermeiden wir Verkehr, um natürlich diese Risiken zu entgehen? Wie vernetzen wir ihn intelligent untereinander und vermeiden so Verkehr? Oder wie vernetzen wir ihn mit seinem Umfeld? Das sind also Themen und Fragen, denen wir uns gestellt haben, als wir uns mit der Verkehrsthematik befasst haben. Ihnen wurde eben der Masterplan bereits vorgestellt. Hier sehen Sie ihn. Kernthema sind die Urban Technologies. Eins dieser Themen, wurde bereits eben auch erwähnt, ist das Thema der Mobilität. Das heißt, wir wollen dort realisieren, eine Smart City. Können wir das machen, wenn wir das alles machen wie bisher auch? Das heißt, wenn wir dort eine normale Verkehrsanbindung machen? Wir glauben nicht. Wir müssen, wenn wir Unternehmen, Forschungseinrichtungen gewinnen wollen für den Standort Berlin und für die Smart City, müssen wir etwas Besonderes anbieten. Unseres Erachtens müssen wir auch im Bereich des Verkehrs ein Experimentierfeld sein. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben, bevor wir gestartet sind, uns erstmal analysiert, wie sind die Themen motorisierter Individualverkehr. Ein Thema kennen Sie, MIV. Was ist es? Ist eigentlich im Prinzip der PKW, das Auto. Was ist heute das Thema? Elektromobilität. Immer mehr steigen um, noch nicht so viel wie gedacht, aber es entwickelt sich. Das Thema Carsharing. Vielleicht für viele auch der älteren Generation gar nicht so das Thema. Wenn man mit der jungen Generation spricht, wächst das rasant. Das heißt, das Leihen, gleiches Thema natürlich im Bereich des Radverkehrs, die E-Bikes, kennen Sie alle, auch das wächst, die E-Bikes werden immer günstiger, immer mehr Leute werden sie benutzen, mit den Themen, die damit verbunden sind. Das heißt, die Notwendigkeit, auch ebenfalls die Radwege großzügiger auszubauen. Aus anderen Ländern, Dänemark, Kopenhagen, das ist ein Beispiel hier aus Los Angeles, werden großzügige, freie Radwege geschaffen, natürlich jetzt nur auf den Hauptachsen. Das kann man nicht überall machen. Was ist damit des Weiteren verbunden? E-Bike-Stationen. Wenn Sie E-Bikes haben, brauchen Sie entsprechendes Netz mit Elektroanschlüssen. Was bis dazu führen kann, das ist ein Beispiel aus Erfurt, in Rathäusern. Ne? Mal andere Form des Rathauses, weil Thema ist auch Sicherheit, Diebstahl von solchen Bikes. Alles das sind Entwicklungen, die es gibt, auch im Bereich des ÖPNV. Bild kennen Sie, der Gelbe auf dem Weg, auf dem Highflyer zum Terminal. Was ist auch dort das Thema der Elektromobilität. Nach und nach gibt es immer mehr Städte, in denen der öffentliche Personennahverkehr rein auf Elektrobasis entwickelt wird. Oder das Thema People Mover. People Mover, Transportsysteme, automatisierte Transportsysteme, die ohne Fahrer fahren, zum Teil spurgebunden, zum Teil schienengebunden. Oder auch ein Thema, mit dem wir uns befasst haben, ist das Thema der Seilbahn. Denken vielleicht alle dran, was soll das hier? Wir sind ja kein Skigebiet. Ja. Tatsächlich ist es so, dass die Eisenbahn, die Seilbahn in verschiedenen Orten mittlerweile eingesetzt werden, als ÖPNV-Mittelpunkt. Genau, und denken Sie dran, hier im Umfeld, Sie kennen das Umfeld bestens, haben wir Kanäle, wir haben Autobahnen, solche Themen, alles sehr schwierig mit Schienenfahrzeugen. Also das war Bestandteil der Analyse neben Themen wie U-Bahn, S-Bahn, die berühmte Siemensbahn, haben wir alles durchdekliniert und haben uns auch Gedanken gemacht über die Vernetzung der Verkehrsträger. Wenn Sie die ganzen Aspekte sich anschauen, wie es gibt, die ich genannt habe, wie Carsharing, wie Leihfahrräder, wie E-Bikes, ist die Frage, wie vernetzt man das in einem sinnvollen System? Und hier gibt es die Mobility Hubs. Das sind natürlich diese Anglizismen, diese englischen Ausdrücke. Was ist damit gemeint? Das ist damit gemeint, eine Station zu entwickeln, an der eine Art Mobilitätsgarantie entwickelt wird. Sie kennen das vielleicht, wenn der Bus erst in 20 Minuten fährt, sagen Sie, dann steige ich doch eher ins Auto und nehme das Auto. Und in diesem Mobilitätshub soll eine Kombination entstehen aus den verschiedenen Themen. Das heißt, es werden Räume, Plätze geschaffen für Carsharing, für Elektromobilität, für Fahrräder und natürlich auch für den ÖPNV. So dass man die Leitidee hat, man immer wenn man dorthin geht, findet man ein Mittel, um fortzufahren oder hinzufahren. Das sind also die Mobility Hubs, die man auch einbinden kann, wieder ein Fachbegriff aus der Verkehrsplanung, die Begegnungszone. Das heißt, die Begegnungszonen sind besonders, da sehen Sie auch ein Beispiel aus Hamburg, besonders gestaltete Bereiche, die mit reduziertem Verkehrstempo oder mit reduziertem Verkehr Barrierefreiheit und Querungsmöglichkeiten eine Aufenthaltsqualität für die Bewohner und Anwohner schaffen sollen. Und das in Kombination mit Mobility Hub sind Entwicklungen,
die es gibt. So haben uns verschiedensten Verkehrsthemen gewidmet, die analysiert, in sich der Kosten bewertet. Ja, wir haben natürlich die Kostenthematik hier in dem Umfeld durch die Kanäle und Autobahnen und begleiten dieses, da läuft gerade die Ausschreibung, über ein Überprüfungsverfahren, so kann man das nennen. Das ist ein Zertifizierungsprozess nach DGNB. DGNB ist die Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Die zertifiziert auch die solche Planungsvorgänge und nachher auch das, was überprüft, was gebaut wird. Qualität der Verkehrssysteme, Qualität der Straßeninfrastruktur, der Radwegeinfrastruktur. Das heißt, wir wollen halt auch schauen, dass wir auch nicht zu viel versprechen, sondern dass wir das auch einhalten. Wie sieht das Verkehrskonzept jetzt aus? Das Erschließungsnetz, kennen Sie, wurde kurz angerissen, Sie kennen es vielleicht auch von anderen Veranstaltungen, mit den zwei Hauptzugängen im Süden und rechts im Osten zum Schumacherdamm. Die südliche Anbindung existiert ja bereits, ist die bereits vorhandene Anbindung an den Flughafen. Die rechte im Nordosten ist eine neue, die neu geschaffen wird. Das sind die beiden Anbindungen an das zukünftige, an die zukünftige Urban Czech Republic. Vernetzt und geöffnet werden soll das Areal in alle Richtungen. Nach Norden sehen Sie links oben die Verbindung in den Tegeler Forst, nach rechts oben in Richtung Tegel, in Richtung Reinickendorf, nach rechts zum Kurt-Schumacher-Platz, also hier in die Richtung, nach Süden, nach Charlottenburg und nach Westen in Richtung Spandau. Man sieht hier noch ein bisschen die Einbindung, das heißt, Integration des Areals verkehrstechnisch in sein Umfeld, tatsächlich Verkehr nach Süden und nach Osten, aber Radverkehr und Fußgängerverkehr in alle Richtungen Öffnung, aber natürlich erst nach Schließung des Flughafens logisch und aber auch nachdem die ganzen Baumaßnahmen drin abgeschlossen sind, weil sonst werden Betreten zu gefährlich des Areals. Wie sieht es innen aus in dem Areal? Ich habe Ihnen das Prinzip der Mobility Hubs kurz erklärt. Wir werden dort einen zentralen Hub einrichten in der Mitte. Am Terminal, dieser Bereich, wird der zentrale Bereich des Areals. Dort befindet sich auch der Hauptzugang der Beuthoff-Schule. Dort haben wir die höchste Verdichtung im Areal, das heißt die höchste Menge an Nutzern, Personen pro Quadratmeter. Deswegen dort der zentrale Hub. Hier sehen Sie es nochmal in einer Visualisierung an der Stelle mit den entsprechenden Einrichtungen, die ich vorhin kurz angerissen habe, kann ich ebenfalls später nochmal darauf eingehen. Flankiert wird das Konzept durch mehrere begleitende Hubs. Also es gibt unterschiedliche Qualitäten, nicht alle sind in der gleichen Art und Weise ausgestattet. Und damit garantieren wir eine Abdeckung des gesamten Areals durch den ÖPNV, durch Fahrradverkehr, durch alles Weitere. Ergänzt wird das Netz durch Einrichtung der E-Mobility. Ziel ist es vielleicht sogar an jeder Straßenleuchte. Es gibt mittlerweile Unternehmen, die bieten Einsätze an, an Straßenlaternen dort Elektroanbindungen machen zu können für die Fahrräder. Vorgesehen ist ein dichtes Netz an entsprechenden Anschlüssen. Dass diese Mobility Hubs werden vernetzt durch ein ÖPNV-System. Hier sehen Sie, die Route kommt von Süden, geht durch das Terminal und verbindet die, die Mobility Hubs. Was haben wir dort vorgesehen? Ich hatte eingangs gesagt, dass wir dort diverse Themen untersucht haben, U-Bahn, S-Bahn. Die günstigste Möglichkeit bietet das autonome Fahren. Das heißt, unser Ziel ist es dort, ein System des autonomen Fahrens einzurichten. Sie können das hier schon sehen, links auf den Bildern, dort wird autonom gefahren. Für die ÖPNV in Verbindung mit BVG und der Industrie. Flankiert wird das durch das Radwegenetz, das hatte ich Ihnen schon gesagt. Ein Hauptaspekt ist unten der Radfernweg Berlin-Kopenhagen, den wir verlängern wollen oder einbinden wollen mitten rein in die Urban Czech Republic als Radautobahn, das Sie oben sehen. Unsere Analysen haben ergeben, dass jetzt eine Durchführung von Radautobahnen hoch in Richtung Tegeler Forst sich nicht lohnt, der Ausbau, weil da zu wenig Verkehr ist. Aber in dem Kern der Urban Czech Republic wollen wir eine solche Radautobahn realisieren. Als Zielort, denken Sie an die Studenten. Ja? Sie haben es eben gesehen, 5000 Studenten, die wir dort erwarten. Das ist natürlich eine ganze Menge. Dort könnte man ein entsprechendes Rathaus auch einrichten.
ist auch ein Finanzierungsthema, ganz klar. Und in Verbindung mit der ÖPNV-Trasse bildet sich natürlich im Kern eine Kombination, also im Kern heißt rund um das Terminalgebäude, eine Dichte an Verkehr aus, die in Verbindung mit den Menschen dort, die sich dort zukünftig bewegen wollen, eine Aufenthaltsqualität bekommen soll. Und wir planen dort an der Stelle, hier blau markiert, die Einrichtung einer solchen Begegnungszone, die ich eingangs auch erläutert hatte. Es gibt noch flankierende Maßnahmen, da will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Wir wollen, also das ist ein Konzept, das wollen wir gerne so umsetzen, aber das Konzept ist vielleicht in 10 Jahren ja auch wieder veraltet. Ja, wir wollen Innovationsstandort sein, es geht ja immer weiter, deswegen planen wir sogenannte Experimentierfelder innerhalb dieses Areals, hier genannt Road Space Lab, das ist immer in Neudeutsch, ne? Und das heißt, auf einem soll ein Stück Straße genutzt werden als Labor, wo neue, moderne Verkehrstechnologien erprobt werden können, wo man die wirklich in der Realität testen kann und immer wieder erneuern kann, jedenfalls in Verbindung mit der Beuthochschule. Ja, soweit in aller Kürze das Verkehrskonzept zur Urban Tech Republic, zum Berlin TXL. Vielen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen und Anregungen. Danke schön. Ja, auch von mir guten Abend, bevor Sie in die Fragerunde kommen, möchte ich Sie ein bisschen in die Gegenwart zum holen. Mein Name ist Helmut Pilz, ich vertrete hier die Berliner Verkehrsbetriebe heute Abend. Was wir hier auf meinen etwas profaneren Bildern deutlich sehen können, ist das Angebot der BVG heute im Hinblick auf die Flughafenanbindung, das kennen Sie. Da sind jetzt ein paar Linien hervorgehoben, nicht alle. Das bedeutet nicht, dass die nicht hervorgehoben sind, dass die nicht mehr gibt oder sowas, sondern das dient einfach nur ein bisschen der Klarstellung. Sie wissen, dass der Flughafen Tegel immer noch nur, aber immerhin, mit 4 Buslinien angebunden ist. Das ist ja, wie gesagt, der Stand von heute. Und logischerweise, wenn der Flughafen nicht mehr Flughafen ist, dann wird man auch nicht mehr so viel Verkehr dahin haben, zunächst mal für die ersten 6 bis 9 Monate und dann mal sehen, wie es dann weitergeht. Das bedeutet, was mache ich jetzt? Ah ja, genau. So, wir haben hier auf der zweiten Folie mal aufgemalt, was wollen wir eigentlich nach jetzigem Planungsstand verändern, wenn der Flughafen schließt. Dann wird nämlich aus den 4 Linien, die heute zum Flughafen fahren, nur noch eine übrig bleiben. Die Linie TXL, die ist hier, kann ich auch zeigen mit? Ja, genau. Das ist die Linie, die in Richtung Innenstadt fährt, in Richtung Mitte fährt, sagen wir mal so. Die Verbindung wird es vom Flughafen ja natürlich nicht mehr geben. Es wird aber einen Ersatz geben durch eine Linie, die 105 heißt, am S-Bahnhof Beusselstraße beginnt und auf der Linienführung von der Linie TXL Richtung Hauptbahnhof von Alexanderplatz weiterfährt. Die Linie soll alle 10 Minuten fahren und auch dann nicht mehr als Expressbus fungieren, sondern auch an jeder Haltestelle halten. Die zweite Expresslinie zum Flughafen, das ist Linie X9, die den Flughafen heute mit ganz wenigen Haltestellen zum Bahnhof Zoo verbindet, wird komplett wegfallen. Es gibt eine weitere Linie aus Charlottenburg, Linie 109, kommt im Moment auch vom Bahnhof Zoo, fährt über den Kurfürstendamm und dann über die Kaiser-Friedrich-Straße und den Tegeler Weg und den Jakob-Kaiser-Platz zum Flughafen. Das ist sozusagen die verbleibende Anbindung alle 20 Minuten. Geht's zunächst mal in dem Moment, wo der Flughafen aufhört, Flughafen zu sein. Inwieweit dann direkt bis zur alten Haupthalle noch ein Verkehr da sein wird oder nicht, das muss sich dann kurzfristig zeigen, je nachdem wie der Bedarf erstmal für Bauarbeiter wahrscheinlich da ist. Wenn dann die Entwicklung in dem Gebiet weitergeht, dann kommt ja irgendwann das, was Herr Nowotny eben vorgestellt hat. Und es gibt heute noch eine weitere Linie, 128, die von der Osloer Straße kommt, über den Kurt-Schumacher-Platz fährt und zum Flughafen fährt. Und auch diese Linie wird natürlich dann nicht mehr zum Flughafen fahren, aber bleibt auf dem Abschnitt zwischen Kurt-Schumacher-Platz und Osloer Straße, so wie heute auch.
sodass wir dann, jetzt steht hier künftig, aber gemeint ist, mit Schließung des Flughafens, bevor die ganzen neuen Zukunftstechnologien hier aktiv werden, im Bereich des Flughafens dieses Netz haben, wie es jetzt abgebildet ist. Und das sind die Änderungen, die ich Ihnen eben vorgetragen habe, und alles andere soll auch unverändert bleiben. Ja, so mal als kurzer Überblick und als Diskussionsgrundlage. Sie haben die Folien da vorne an der Pinnwand nochmal dran, da kann man dann auch nachher nochmal genau drauf gucken. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank für diese ausführlichen und interessanten Informationen. Wir wollen jetzt übergehen zu unserer Interviewrunde hier oben auf dem Podium. Gleichzeitig aber, denke ich, sind bestimmt in der Zwischenzeit einige Fragen bei Ihnen gereift, aufgekommen. Und ich möchte Sie jetzt nochmal ermutigen, vielleicht per Handzeichen unseren beiden Anwälten des Publikums ein Zeichen zu geben und dann eine Frage aufzuschreiben. Und wir werden dann, wenn ein paar Fragen zusammengekommen sind, mal von den Anwälten hören, welche Fragen hier um ins Podium gehen sollen. Entschuldigung, ja? Ich finde, wir sind nicht so viele, dass wir nicht auch selber unsere Fragen stellen können. Wir sind Leute wirklich aus sozialen Einrichtungen im Stadtteil. Ich glaube, das wäre gut, mit den Publikumsanwälten zusammenzuarbeiten, wenn einfach die Diskussion ausgenommen wird. Sonst würde ich mich entmündigt fühlen. Ich kann selber meine Frage stellen. Mit Publikumsanwälten hat Sinn, wenn man 500 oder 1000 Leute im Saal hat. Da möchte ich einfach mal gerne zur kurzer Abstimmung stellen. Nur nach Versammlung, da werden wir ja wohl selber reden dürfen. Ich kann dazu sagen, dass es auch nicht unsere Intention war, zu unterstellen, dass Sie das nicht selber vortragen können. Ich würde vorschlagen, wir machen eine Mischung aus beidem. Sie können nach wie vor gerne die Fragen aufschreiben. Das ist vielleicht, auch lieber. Wir können aber dann gerne, wenn wir öffnen, auch direkte Fragen aus dem Publikum. Wir haben das Mikrofon hier beweglich. Das können wir gerne machen. Ja? Gut. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt in unsere Runde mal übergehen wollen und würde beginnen wollen mit Bezirksstadtrat Herrn Röding aus Spandau. Herr Röding, Sie haben, ich habe in der Vorbereitung gesehen, Ihr Lebensmotto auf Ihrer Homepage: Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich vielleicht ein ganz passend auch zu der Urban Tech Republic. Ja, es müsste doch jetzt aus Ihrer Sicht dann ein sehr spannender Ort sich dort entwickeln. Und vielleicht gleichzeitig die Frage, wie blickt man denn auch Spandau auf den Flughafen, was dort passieren soll? Ja, ich liebe das Zitat, ich könnte das nächste bringen von Goethe, das heißt, Erfolg hat drei Buchstaben, tun, aber also T-U-N oder T-X-L. Aber im Moment kann man ja noch nicht so wahnsinnig viel in der Realität tun. Was möglich ist, glaube ich, haben wir hier dargestellt bekommen. Ich bin, sage ich auch ganz offen, ich sehe mehr Chancen als Probleme aus der Entwicklung, die sich hier ergeben können. Ich war in der politisch immer aktiv für eine vernünftige, auch für eine wirtschaftliche Nachnutzung. Ich kann vieles erkennen, was ich mit politischen Freunden auch mal vorgetragen habe. Von daher finde ich, es ist die Entwicklung in die richtige Richtung. Das ist aber sozusagen die große Sicht der Dinge. Was ich meine, was ich, und das hoch aus der das war einfach aus dem Energiespart, stimmt aber auch nicht ganz. Was ich aus Spandauer Sicht und auch, würde ich sagen, aus Sicht der angrenzenden Bezirke, also auch aus Charlottenburg überhaupt, der Sicht, für die ich ja nicht spreche, aber da gleichen sich, glaube ich, die Haltung auch. Wichtig finde, ist, dass man nicht nur den Standort TXL, also den Flughafenstandort, sieht, sondern dass man das auch, gerade wenn man über Zukunftstechnologien spricht, als Zukunftsraum, nennen wir es Zukunftsraum TXXL oder wie auch immer, begreift, weil eine Entwicklung ohne die Einbindung in die angrenzenden Ortsteile, Stadtteile und Bezirke keinen Sinn macht. Deswegen sitzen wir, denke ich, unter anderem auch hier. Damit, das hat was zu tun, wenn man auch mit
vor der Politik später, aber es hat natürlich ganz, ganz viel zu tun mit dem Thema der verkehrlichen Anbindung, die uns ja auch zum Schluss dargestellt worden ist. Und ich denke, das ist das, was einem als erstes, als Bürger der angrenzenden Stadt- und Ortsteile auch bewegt. Und ich finde es relativ realistisch, was dargestellt worden ist. Also es ist Zukunftsvision, aber es ist auch realistisch. Nichtsdestotrotz muss man sich bei den Zukunftsvisionen sicherlich die Frage auch stellen, das würde ich jetzt so spontan sagen, sollte man nicht doch die Vision eines Schienen- oder seilgebundenen Nahverkehrs aufrechterhalten. Wenn das ein Standort wird, der auch blüht, lebt und auch Ausstrahlung hat in die Ortsteile und in die Stadt hinein und auch eine Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze entfaltet, was ich glaube und hoffe, dann wird man das auch noch aus meiner Sicht ein bisschen mutiger machen müssen. Das ist das, was ich vielleicht zum Anfang sagen kann. Ansonsten sind wir aus spannender Sicht so, dass ich immer mich dafür eingesetzt habe, dass wir eine Nachnutzung, eine vernünftige bekommen und dass wir keine Diskussion führen über eine Offenhaltung des Flughafens, die rechtlich so und so nicht möglich ist, wenn der BER mal fertig gebaut ist. Von daher finde ich es richtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich hätte es mir gewünscht, dass es ein bisschen schneller alles geht. Das hätten sich viele gewünscht, aber es wurde ja vorhin auch schon gesagt, es besteht natürlich auch eine Chance darin, dass ein Moment länger dauert, wenn man dann mal einen Zielzellentermin hätte, weil man natürlich viele Fragen auch besser mit Ihnen diskutieren kann, aber auch noch viel besser durchdenken kann. Und von daher bin ich auf die Fragen und Anregungen sehr gespannt. Ja, herzlichen Dank. Neben Herrn Rüding sitzt Herr Kraus von der GEWOBAG. Sie von der Gemeindlichen Wohnungsbaugesellschaft. Sie haben ja in Ihren Beständen den Flughafen fast eingekreist, kann man sagen, zumindest von Süden her. Sie haben auch einen sehr direkten Draht eigentlich zu den, auch über eine Anwohnerversammlung zu den Bewohnern. Meine Frage wäre vielleicht, was ist denn aus Ihrer Sicht wichtig für das Thema Berlin TXL? Was wird sich verändern für Ihre Mieter? Was ändert sich vielleicht auch vom Wohnungsangebot her? Wir haben ja Hochschule als Thema gehabt. Gibt es da schon Überlegungen in diesen Bereichen? Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass unser Mieterbeirat vertreten ist hier. Guten Tag. Die Frage ist eigentlich, gibt es oder sehen wir Mieter mehr Potenzial dadurch, dass es hier vielleicht ruhiger wird? Das ist ganz klar mit Nein zu beantworten. Wenn ich so in Mietspiegel Zeiten spannen rechne, dann heißt es, dass bis zum Jahr 2019 nichts passieren wird. Wird eingekopiert, Mietspiegel ist relevant für uns und Mietenbündnis ist interessant für uns. Das heißt, hier sind wir mietmäßig absolut eingegrenzt. Ich bin eben ein bisschen zusammengezuckt, als Sie sagten, 1000 Wohnungen werden geplant, öffentlich vergeben, nicht öffentlich vergeben, sondern eine Ausschreibung. Das heißt, für uns, Neubau ist für sozialen Wohnungsbau oder so Sachen, die wir machen können, eigentlich unbezahlbar, wenn wir uns beteiligen sollen. Das heißt also, eventuell müsste man hier mal neue Ideen kreieren. Einfach mal abbrechen. Sie hatten auch so eine alte Folie, also eine Folie aufgelegt, wo die alten ansässigen Unternehmen wie Siemens, Osram hier in der Nähe sind. Früher gab es Werkswohnungen. Die gibt es heute nicht mehr. Es gibt nur noch ein Unternehmen, die Werkswohnungen haben, ich glaube, das ist Wolfsburg VW. Wäre das nicht mal eine Idee, eventuell jetzt die Frage an meinen Rechtssitzenden, eventuell Investoren dazu verdonnern, Werkswohnungen zu bauen? Wäre ja vielleicht mal eine Idee. Also vielleicht können wir das mal ein bisschen ausbauen. Die andere Sache, die Sie noch angesprochen haben, Studenten. Studenten machen wir, fördern wir gerne. Wir haben jedes Jahr Aktionen. Dieses Jahr Aktionen, 300 Euro Mietnachlass sozusagen oder geschenkt und 150 Euro Ikea-Gutscheine. Wir haben uns verpflichtet, mit allen anderen städtischen Gesellschaften 500 Wohnungen mehr einzustellen.
Da gibt es auch ein Portal, was wir in der Presse gelesen haben, wo sich Studenten auch darauf bewerben können. Wir sind offen, nicht nur kleine Wohnungen, sondern auch WGs, die WG-tauglich sind. Insofern dafür sehr offen. Wenn Sie sich vor uns gleich weitergeben, Kapitel lesen, Sie wollten zwischendrin. Ja, in der Reihe weiter, Herr Schulte. Sie haben ja quasi mit eingeladen heute zu dieser Veranstaltung, haben uns auch schon so ein bisschen zu dem Anlass was gesagt. Es geht darum, wie kann man sich in den weiteren Prozess mit einbringen. Was sind denn aus Sicht des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf die wichtigsten Punkte? Es sollen Arbeitsplätze entstehen, es gibt auch in Charlottenburg eine Hochschule. Vielleicht dazu auch ein paar Punkte. Also ich denke, dass ich mich bei den Worten, dass ich mir erstmal Herrn Röding anschließen kann, was die Bewertung des Areals angeht. Aber darum geht es mir heute auch bei dieser Veranstaltung nicht, sondern mir geht es vor allem auch darum, wie diese neue Wegeverbindung, die sich jetzt eröffnet, nach Reinickendorf auch möglich gemacht wird. Und wenn ich jetzt höre, dass die BVG sagt, wir kappen jetzt erstmal alles, dann wird diese Chance und dieses Potenzial, was in dieser Nord-Süd-Verbindung ist, gar nicht genutzt. Das heißt, wie bekomme ich eigentlich auch eine Nord-Süd-Verbindung hin, dass es eben zum Kurt-Schumacher-Platz auch wirklich auch schnell und unproblematisch ist. Wer jemals mal versucht hat, mit dem Fahrrad sozusagen nach Reinickendorf zu kommen, weiß, das ist eine sehr spannende Sache und man verliert auch relativ schnell die Orientierung, weil man sich ein bisschen und denkt, ach so. Und das ist der Punkt, versuchen Sie mal von dem Fahrradweg Berlin-Kopenhagen, nicht an der Meckeritzbrücke, sondern eine Brücke weiter wegzukommen, da fahren Sie riesen Umwege. Das heißt, diese Konzeption, wie gehe ich mit dem Fahrradverkehr und dem Fußverkehr an, muss einfach nochmal mit neu angedacht werden. Und das fehlt mir bei der Konzeption. Und das war auch bei der Darstellung von der Tegel Projekt GmbH, das Nadelöhr, diese eine Brücke, das funktioniert nicht, wenn man das tatsächlich machen will. Und deswegen meine Bitte und auch nochmal dann zu, warum fordern Sie nicht einfach auch jetzt, wir haben jetzt ein bisschen Zeit gewonnen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, jetzt nicht nochmal eine neue Brücke und sagen, es muss hier eine Brücke tatsächlich für den Fuß- und Fahrradverkehr zusätzlich geschaffen werden, damit so eine Nord-Süd-Verbindung auch bestehen kann. Und das Nächste, was für mich auch ganz wichtig ist, natürlich ist dieser Wissenschaftsstandort richtig und notwendig, aber wir bekommen ja auch eine viele neue Flächen der Naherholung. Und natürlich haben wir unseren Volkspark Jungfernheide, der viel auch was Naherholung anbietet. Aber natürlich ist dann auf der Reinickendorfer Seite auch vieles neu zu entdecken. Und das ist natürlich auch eine Chance, die man auch immer mit betonen sollte. Und dieses Video, das klang so, da hatte ich mich so an die Autobahn-Euphorie der 60er Jahre so erinnert, nur jetzt übersetzt auf die Jahre 2010. Und dann ist die Frage, warum kommt man nicht in solchen auch Videos nicht auch nochmal diese Potenziale, die durch die freien Flächen, die damit geschaffen werden, die auch ein ganz großer Mehrwert auch darstellen. Warum bringt man das nicht in solche Videos mit ein, dass man sagt, ihr habt hier zwar dieses neue, moderne, schicke, aber eben auch Natur, das was auch tatsächlich erfahrbar ist, weil das ist auch ein Potenzial, das wir natürlich auch nicht verschenken sollten und erfahrbar machen müssen. Insofern wären das die zwei Forderungen, wie kriegen wir diese Verbindung hin und wie können wir auch diesen Naherholungsgebiet auch stärker nochmal betonen. Ja, ich denke, da waren jetzt ja schon einige Anregungen, Forderungen mit drin und ich würde da vielleicht direkt weitergeben an Herrn Dr. Boutelier, vielleicht diese Anregungen mal zu kommentieren, aufzunehmen und uns vielleicht auch nochmal zu erläutern. Dieses Berlin TXL ist ja ein Ort, ein symbolischer Ort für viele Berliner und wie wird er das denn auch bleiben oder wie soll er das bleiben? Was haben die Anwohner, die drumherum wohnen oder überhaupt die Bewohner von Berlin von den freien Flächen, die auch angesprochen wurden, vielleicht auch von diesem Hochschulstandort in der Mitte, wo kann man da dann tatsächlich mal hin, wo kann man durch, was kann man vielleicht auch erleben? Dankeschön. Es wird eine ganze Weile dauern, bis das Gelände geöffnet wird. Nicht nur, weil es noch eine Weile dauert, bis wir das Gelände bekommen, sondern weil es eine ganze Weile Baustelle sein wird. Und während die Baumaßnahmen stattfinden, insbesondere der erste Erschließungsabschnitt,
muss dazu sagen, wir planen das Gelände in 5 langen Abschnitten zu erschließen. Also den ersten Erschließungsabschnitt, der eher auf der linken, auf der westlichen Seite stattfinden wird, ist der abgeschlossen, dass wir die Umbaumaßnahmen für die Waldhofschule gemacht haben. In diesem Zeitraum wird das Gelände aller Voraussicht nach erstmal geschlossen werden. Das muss, Sie können sich vorstellen, was da an Vorschriften alles dranhängt, an Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Das wird sich nicht, leider auch nicht ändern lassen. Das ist halt so. Wir versuchen trotzdem, sobald es geht, zu öffnen für die Bevölkerung. Es hat unglaublich große Flächen, die man vielfältig nutzen kann. Dafür sind sie auch gedacht. Es gibt auch ein Konzept dafür. Wir haben auch schon überlegt, an welchen Stellen man im Gelände dann, weiß ich, Sportgeschichten einbetten könnte, wo die Joggingpfade langgehen könnten, etc. etc. Also auch über das denken wir jetzt schon nach, auch wenn es tatsächlich viele Jahre dauert, bis es dann geöffnet werden kann. Zu der Brücke der Nord-Süd-Verbindung, das ist eine interessante Anregung, gucken wir uns einfach mal an. Wir schmeißen in den Planungsprozess rein, dafür ist es ja da, wir planen im Augenblick, das ist auch der richtige Moment, sich das mal anzugucken. Ansonsten, ja. Also wir haben eine große Interessensgleichheit, also keine Dissens an der Stelle. Ja, bevor wir uns mal die Fragen aus dem Publikum jetzt gleich mal angucken, würde ich doch noch den Herrn Gaines von der BVG einmal fragen, weil es ist ja jetzt angesprochen worden, diese Zeit des Übergangs. Also Sie haben auch gesagt, es wird eine Zeit dauern, bis man das Areal zugänglich hat. Es gibt auch so ein bisschen so ein, ja, quasi einen Schnitt, wenn das Areal als Flughafen geschlossen wird. Was rechnen Sie damit, wie lange wird diese Übergangsphase dauern, bis sozusagen dann Lücken vielleicht auch wieder geschlossen sind oder das Areal durch andere Verkehrsmittel, die dann vielleicht auch andere Bereiche in der Stadt schließen, also das, was wir uns als Vision auch gezeigt haben. Wie lange wird das dauern? Also womit müssen die Anwohner direkt rechnen, wenn das Areal geschlossen wird? Muss ich dann erstmal Einschnitte in Kauf nehmen? Und wie lange wird das dauern? Ja, danke. Die erste Phase nach Schließung des Flughafens ist die, die ich Ihnen auf meiner dritten Folie gezeigt habe. Da ist noch keine Erschließung des TXL-Geländes dabei, sondern das ist der Zustand, der dann direkt mit Einstellung des Flugbetriebs sein muss. Und der muss auch so sein, weil wir natürlich die Verkehrsleistung, sprich die Busse und auch die Fahrer, dann nicht mehr in Tegel, sondern in Schönefeld brauchen, um dort entsprechend mehr Verkehr hinzumachen. Wie lange wird das dauern? Das ist eine berechtigte Frage. Wir haben ja gehört, 6 bis 9 Monate passiert erstmal sozusagen nach außen hin gar nichts, innen drin wird sicher eine Menge passieren, aber nach außen hin wird nichts passieren, weil erstmal der Flughafen als solcher dann erstmal abgeräumt werden muss, bevor im Gebäude, im Gelände neu gebaut werden kann. Und ich denke, eine veränderte Verkehrserschließung wird es erst dann geben, in dem Moment, wo die Waldhofschule dann in das Gelände einzieht. Und da müssen wir sehen, in welchen Schritten das passiert und entsprechend wird auch sicherlich das Verkehrsangebot angepasst werden, denn die Studenten und auch die Beschäftigten wollen natürlich da hin und auch wieder wegkommen und das muss natürlich sichergestellt sein, denn nicht alle werden mit dem Fahrrad oder mit dem Carsharing-Mobil oder wie auch immer dort anreisen, sondern es ist sicher auch der Busverkehr gefragt. Darf ich dazu was fragen? Das ist ein Spannende. Natürlich laut. Das ist ja genau das Problem, ne? Diese Übergangsphase und diese Brücke, die Einschnitte. Die, von der Sie auch alle betroffen sein werden, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein 20-Minuten-Takt, der übrig bleibt mit einer Linie. Es bleiben auch ein paar andere Linien übrig, das ist richtig. Muss das so sein, frage ich mich, denn ich bin mir da nicht so sicher, ne? Weil ich glaube, dass, also ich bin mir relativ sicher, dass der Flughafen TXL, wenn man es richtig vermarktet und auch diese Übergangszeit total spannend sein wird. Und total spannend sein wird für, auch für Touristen und andere. Das ist doch eine Schaustelle wie keine andere. Also ich will jetzt nicht, und der Vorteil wäre, dass man vielleicht auch darüber Verkehre noch etwas länger auch aufrechthalten kann. Es macht ja keinen Sinn, Busse immer leer fahren zu lassen, das weiß ich auch. Aber
das wäre doch eigentlich ganz schön, nicht so von 100 auf 0 zu kommen, um dann wieder von 0 auf 100 zu kommen. Und ich denke, da muss man noch ein bisschen drüber nachdenken, hat auch noch einen Moment Zeit. Und da müssen auch Konzepte her, weil das bringt solche Einschränkungen auch für die Nahverkehrsqualität der Anwohner und Anwohner hier, die eigentlich vermieden werden müssten. Und da müssen auch so Übergangskonzepte her, denn ich glaube schon, dass es auch ganz, ganz viel zu sehen gibt und ganz viel Spannendes zu sehen gibt in diesen Übergangszeiten. Wir saßen in der ganzen Zeit auf dem Flughafen, schon im Verwaltungsgebäude hier mit der Flughafengesellschaft, und ich bin vom Oliver Platz aus, wo ich auch wohne, jeden Tag mit dem 100-Meiler hochgefahren. Und da sieht man dann, ja sehr gut, aber da sieht man, dass ganz viele Bürgerinnen und Bürger den benutzen, nicht um zum Flughafen zu fahren, sondern genau hier in dieses Einzugsgebiet, das ist die Verbindung runter in die City West und den Kurfürstendamm. Und das auf einen 20-Minuten-Takt zu setzen, halte ich für keine großartige Idee. Ich muss das vielleicht noch mal ein bisschen korrigieren, falls da ein falscher Eindruck entstanden sollte. Also der erwähnte 20-Minuten-Takt ist der Takt, der bis zum der Haltestelle Luftwach bzw. zum Terminalgebäude sein soll. Zwischen Zoo und Jungfernheide. Voraussichtlich mindestens wird es auf jeden Fall beim 10-Minuten-Takt bleiben, denn das wissen wir natürlich auch. Das ist Ihre Bedingung, Ihre Beobachtung ist völlig richtig. Das ist übrigens von den 4 Linien, die zum Flughafen fahren, auch die Linie mit dem meisten Verkehr, der nicht flughafenaffin ist, der 109er. Ja, das ist schon richtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Linie in der Kaiser-Friedrich-Straße auch weiter fährt, weil da eine hohe Nachfrage ist zwischen Adenauerplatz, Kurfürstendamm auf der einen Seite und Schloss Charlottenburg und Jungfernheide bis hoch zum Jakob-Perser-Platz auf der anderen Seite. Das wissen wir auch und das vergessen wir auch nicht. Ich habe eine Frage. Ist denn die U-Bahn-Trasse nach Tegel von Jungfernheide fertig? Oder könnte man nicht in dieser Zwischenzeit diese Trasse dann nämlich ausbauen? Dann wäre uns zum Zuhörer eine ideale, schnelle Verbindung unter der Erde. Leider nein. Leider nein. Sie ist 900 Meter lang, ab Jungfernheide. Das dann durchzubauen würde irgendwo im Milliardenbereich kosten. Leider. Wäre auch unsere Lösung. Also wenn das so einfach gewesen wäre, dann wäre das inzwischen schon gemacht worden, weil es wäre ja nicht schlecht, eine U-Bahn zum Flughafen zu haben. Ja, damals hieß es durch Kontrolle und du nicht an mir getan haben, dass ich zugelassen. Klar, also das ist im Vorfeld auch schon geprüft worden und dürfen Sie nicht vergessen, da ist auch, erstmal ist das ein ganz schön langes Stück auf von der Jungfernheide und zum Zweiten muss man dann auch noch unter dem Solankanal durch und idealerweise unter das bestehende Gebäude. Das wäre eine nicht ganz so leichte Baumaßnahme. Insofern, das ist sicherlich für die Zukunft, für die weite Zukunft nicht ausgeschlossen, aber ich glaube, wir müssen heute nicht darüber reden, was in 50 oder 60 Jahren ist, sondern vielleicht eher noch in dem Horizont, den wir ja alle noch erleben, und bei 60 Jahren bin ich nicht mehr dabei, fürchte ich. Eine ganz bescheidene Frage. Also mir ist noch bekannt, damals als der Flughafen Tegel gebaut worden ist, hatte man aus Kostengründen, da gebe ich der Frau nämlich auch recht, Jungfernheide nicht weiter ausgebaut. Mir ist aber bekannt, dass damals und auch immer wieder danach gesagt worden ist, am Flughafen Tegel würde ein U-Bahnhof im Rohbau bestehen. Man hat ihn nicht weiter ausgebaut, weil die Planung damals vorgesehen hat, von Jungfernheide über Tegel zum Kurt-Schumacher-Platz zu bauen. Das war jahrelang immer in der Planung gewesen. Man ist nie darauf eingegangen, weil dann schlicht und ergreifend gesagt wurde, es ist kostengünstiger mit Bussen. Also die Planung war da, aber die war bloß auf dem Papier. Und was tatsächlich im Rohbau gebaut ist, ist am Bahnhof Jungfernheide der zweite Bahnsteig. Das kennen Sie, da haben wir zwei Ebenen und ein Gleis ist jeweils leer. Da ist aber nur noch ein kleines Stück Tunnel. Das sind, wie Sie eben sagten, 900 Meter. Da übt im Moment die Feuerwehr-Evakuierungsübung drin. In die andere Richtung sollte das ja auch mal Richtung Turmstraße verlängert werden und dann Richtung Hauptbahnhof und mit dem jetzigen U5-Stück, dann mit dem jetzt im Bau befindlichen U5-Stück zusammengesetzt werden. Also alles, was da ist, ist der Rohbau an der Jungfernheide und übrigens auch ein Oberbahnhof am U-Bahnhof Turmstraße. Da ist auch ein Stück. Und wenn man sich den Bahnhof der U9 genau anguckt, dann sieht man in der Decke des Bahnhofs so eine
Stück, wo die Decke ein bisschen tiefer ist, das ist der Teil, wo mal der Bahnhof hinkommen sollte. Aber nicht mal der ganze Bahnhof ist da, sondern eigentlich nur so ein Stück bei der U9. Und am Flughafen selber ist gar nichts. Können Sie leider haben sagen, wir Siemensstraße. Kann ich auch was zu sagen? Leider haben auch wir nichts finden können am Flughafen. aber die alten Planer haben zumindest gesagt, dass die Fundamente des Flughafens so ausgelegt sind, dass man tatsächlich etwas hinsetzen könnte. Die Realisierungswahrscheinlichkeit ist sehr gering. Siemensbahn haben wir uns auch angeguckt. Auch dort zwei Wasserquerungen. Die eine Querung müsste sogar vom Bund noch bezahlt werden. Das ist historisch bedingt. Auch das mit einem immensen Aufwand verbunden. Die Trasse besteht noch, die ist nicht überbaut worden. Sie ist, müsste aber komplett neu gebaut werden. Was ist mit der Tram? Doch die Idee, die Tramverbindung vom Kutschumacherplatz bis zum Jungfernheide, Mierendorfplatz fortzuführen, respektive sogar Turmstraße. Also bei der Tram ist das Problem, die muss abends ins Depot zurück. Das heißt, sie müssten wenn dann tatsächlich ganz durchstechen und tatsächlich den Anschluss an das bestehende Netz machen. Auch das wieder mit erheblichem Aufwand verbunden. Nun ist aber die Frage, warum brauche ich eigentlich eine Schiene da? Wofür brauche ich den Schienenverkehr? Er ist zuverlässig, hohe Frequenz und hohe Transportkapazität, aber es muss ja nicht immer eine Schiene sein. Wenn man Freihaltetrassen hat, also eine Trasse hat, die durchgängig ist und nur für diesen Bus, der dann wie auf Schienen sozusagen fährt, der nicht in den Stau kommt und regelmäßig getaktet ist, haben Sie fast sogar höhere Transportkapazitäten als mit der Schiene. Das ist eher eine Frage der Organisation, wie Sie den Verkehr organisieren. Und auf dem Gelände haben wir eine solche Freihaltetrasse vorgesehen, die man dann bis nach Jungfernheide runterziehen könnte. Auch das gucken wir uns in den Planungen genau an. Es muss nicht unbedingt auf Schienen laufen. Inzwischen sind wir ein paar Jahre weitergekommen. Da gibt es gute Alternativen. Und wenn Sie also ich sage merkwürdig, dass ich plötzlich mehr liebe als ein Beispiel hervorhole, aber in Südamerika gibt es tatsächlich, da gab es riesige Transportprobleme beständig und in einigen Städten ist man dazu übergegangen, Bus-Rapid-Transit-Systeme einzuführen. Das sind separate, nur von Bussen befahrbare Spuren. Und die Busse rasen mit einer unglaublichen Transportkapazität im Minutentakt am sich tauenden Autoverkehr vorbei. Da noch Auto zu fahren, macht wirklich keinen Sinn. Es ist also eine Frage, wie Sie den Verkehr organisieren. Es geht nicht um die Schiene an sich. Ich habe eine Frage an Herrn Preetz noch zu dem 109er. Und zwar, dass der zurückgezogen werden soll, dann bis zum U-Bahnhof Jungfernheide. Dann fehlt ja die direkte Anbindung an Charlottenburg Nord, das gesamte Wohngebiet. Ich sage mal noch ein, zwei Stationen weiter und ich binde ein paar tausend Leute an. Dann schließe ich jetzt ja hier das gesamte Wohngebiet aus. Das verstehe ich dann nicht, dass ich das U-Bahnhof Jungfernheide. Ich binde doch mit dem 109er dann das Wohngebiet an. Somit habe ich auch diese Leute doch nach Jungfernheide in Verbindung gebracht. Und barrierefrei. Ja, also das kann ich nicht verstehen, dass man den 109er dann bis Jungfernheide zurückzieht. So. Wenn ich wieder noch anschließen darf an der Frage, diese Frage noch anschließen darf. Jetzt ist der Punkt vom S-Bahnhof und U-Bahnhof Jungfernheide, ist ja praktisch nur, sagen wir mal, 1,5 bis 2 Kilometer bis zum Jakob-Kaiser-Platz. Am Jakob-Kaiser-Platz sind auf beiden Seiten die Haltestellen da. Die Wendemöglichkeit auch für den 109er, wenn er mal prüfen wollte, ist ja über die Wettlinger Brücke gegeben. Wie soll, wenn das da nicht so funktioniert und nicht so fährt, wie soll ältere oder Rollstuhlfahrer sowas nochmal in die Stadt kommen? Wenn sie den U-Bahnhof Jakob-Kaiser-Platz kennen, soll der Rollstuhlfahrer hier die Schräge runter in die U-Bahn? Also ich habe immer den Eindruck, dass hier Charlottenburg Nord von den deutschen Beziehungen von der BVG ein bisschen sehr stiefmütterlich behandelt wird. Da gibt es eine Antwort noch. Ja, und dann würde ich vorschlagen, gehen wir vielleicht mal kurz in die aufgeschriebenen Fragen rein und dann nochmal in eine direkte Fragenrunde. Ja, also vielleicht nochmal zur Klarstellung. Ich hatte gesagt, 109 bleibt alle 10 Minuten. Der 10-Minuten-Takt wäre bis Jungfernheide und alle weiter alle 20 Minuten bis zur Flughafenzufahrt. Das ist der jetzige Planungsstand. Das heißt, es bleibt am Jungfernheide-Kaiserplatz beim 20-Minuten-Takt Richtung zu, der dann jetzt betrachtet in Fahrtrichtung Innenstadt ab Jungfernheide auf 10 Minuten wieder verdichtet wird. Das ist der jetzige Stand. Charlottenburg Nord ist, denke ich, überhaupt nicht stiefmütterlich behandelt, überhaupt nicht. Es gibt ja neben dem 109 auch eine ganze Reihe noch anderer Buslinien Richtung
Am Schumacherplatz, wo du es gerade erwähnt, waren wir mit X21 und M21 praktisch alle fünf verbunden. Es gibt auch noch die U-Bahnlinie 7, hatten Sie erwähnt, am Jakob-Kaiser-Platz im Moment noch nicht mit Aufzügen. Aber es gibt unser großes Aufzugsprogramm, geplant ist bis 2020, was wir nicht ganz schaffen werden, aber das ist angestrebt, bis 2020 alle Bahnhöfe barrierefrei zugänglich zu haben. Der Bahnhof Jungfernheide ist auch vorgesehen zum Umbau, genau. Ich kann Ihnen jetzt aus der Hand nicht genau sagen, wann an welcher Station Aufzüge gebaut werden und nicht. Aber da gibt es schon Aufzüge. Wir gehen ja auch noch ein bisschen in die Zukunft. Es ist vorgesehen, wirklich alle Bahnhöfe auch barrierefrei zu erschließen. Und das ist ganz klar, ein Rollstuhlfahrer kann den Jakob-Kaiser-Platz im Moment den Bahnhof nicht nutzen. Das ist ja auch. Ja, herzlichen Dank schon mal. Ich würde jetzt einmal kurz gucken, was von unseren Anwälten eingesammelt wurde. Ich sehe hier doch einige Fragen, die aufgelaufen sind. Gregor Langenbrink, ja, was gibt es denn für Hinweise an das Podium? Eine ganze Menge haben wir schon besprochen, sind auch jetzt hier als Fragen nochmal konkret gestellt worden. Beziehen sich sehr stark auf die Busverbindungen, 109, X21, aber auch, wie man hier sowas so fragen, zentraler Festplatz, ÖPNV-Anbindung, Riesenthema angeblich, 300.000 Nutzer, An- und Abfahrer für BVG pro Jahr, was ist damit, wie wird das eingebunden? ADFC fragt hier, durch Wegung Nord-Süd, haben wir schon teilweise angesprochen, ist auch in der Rede von Herrn Nowotny ja schon dargestellt worden. Wir haben aber auch noch neben dem Thema des Verkehrs zwei andere, die hier aufgerufen worden sind. Das eine ist Studentenwohnheime. Soll es die da eigentlich geben? Ich meine, da kommt die Beuth-Hochschule hin, aber wäre das nicht ein Thema? Das wird hier gleich dreimal gefragt. Dann auch noch so eine Frage, was ist eigentlich mit so einem Wort wie Landschaftsgebiet verbunden? Was steckt dahinter? Wer finanziert eigentlich die ganzen Träume? Naja. Und über welche Zeiträume reden wir? Naja, die Beuth-Hochschule ist ja angeblich schnell da, wird hier gefragt. Aber was kommt dann? Und wie lange dauert das? Weil wir haben ja angeblich hier steht heftige Konkurrenz in Adlershof, in anderen Gewerbestandorten. Wie wird damit umgegangen? Das sind ja, würde ich mal sagen, momentan hier die zentralen Themen. Mehr kann gerne kommen. Aber wie gesagt, melden Sie sich und fragen Sie direkt nach. Ja, da würde ich sagen, dann geben wir die Fragen mal direkt oben an das Podium. Vielleicht fangen wir mit dem studentischen Wohnheim direkt mal an. Vielleicht mit Herrn Krause. Weiß ich, ob Herr Schulte oder Herr Rüdiger, wenn Sie ergänzen wollen. Und dann ja, nochmal die Fragen an Herrn Boutelier und an Herrn Grätz. Zunächst mal, ja, was ist mit den Freiräumen nochmal ein bisschen konkreter? Was kann man da machen? Und das Thema Festplatz dann vielleicht nochmal an Herrn Grätz. Okay, fange ich wieder an. Studentenwohnungen habe ich schon gesagt, wir machen immer Aktionen. Das heißt also, wir bauen nicht direkt für Studenten, würden wir gerne, können wir aber im Moment nicht. Deswegen nochmal der Hinweis auf diese 1000 Wohnungen, die da geplant sind, die nicht öffentlich ausgeschrieben sind, wir raus. Das heißt immer Bestpreis. Bestpreis können wir nicht liefern. Wir bieten, das heißt auch, dass die Mietpreise dann dementsprechend hoch sein werden. Also da muss man mal überlegen, wie die Politik da einwirken kann über das Land Berlin. Ich weiß nicht, wo, in welchem Bereich das ist, ob das Bund ist oder Land. Das ist eine, ich möchte noch mal einen anderen Aspekt mit einwerfen, den wir aus der Bewohnerversammlung mitgenommen haben. BVG wurde ausreichend diskutiert. Anderes Thema ist Freiflächen. Also Freiflächen meint die Bewohner, gibt es da Flächen, die man so als Schrebergärten Schrebergärten und Anschieben anbieten kann, da würde man sich auch darüber freuen. Die Anfragen haben wir immer. Das Raumleitplan ist auch eine gute Idee, als Freiflächen.
Bitte sehen. Also ich bin erstens ein großer Fan der Geobacht und habe auch lange mal bei Ihnen gewohnt. Eigentlich habe ich gesagt. Zweitens bin ich auch ein großer Freund von Kleingärten, aber wir müssen jetzt wirklich nicht über Kleingartenflächen auf den Freiflächen von TXR reden. Ja, kann man alle... Welcher Bewohner? Denn wohnt doch gar keiner bei TXL. Was die Bedürfnisse der Bewohner sind, ist im Hintergrund bei Ihnen vor der Tür. Aber so, also ich muss jetzt nicht über Kleingarten reden, kann man alles machen, aber ist glaube ich nicht das erste Thema. Und ich halte es für völlig falsch, zu sagen, eine Freifläche, die nicht direkt an eine öffentliche Wohnungsbaugesellschaft vergeben wird, ist eine zum Wohnungsbau ist eine schlechte Fläche und wird immer teurer am Bau. So, da haben Sie mich ein bisschen provoziert. Wir haben in Spandau, die Hauptstadt, haben wir Flächen ohne Ende landeseigene, wo die GEWOBAG, glaube ich, auf keiner einzigen Fläche im Moment Neubau machen will. Jetzt frage ich mich, entsteht da eine Wohnung, wenn ich die an Sie vergeben würde? Nein, weil Sie im Moment überhaupt nicht neubauen können oder wollen. Also von daher ist es auch nicht mehr eine Frage, ob die Fläche auf dem freien Wohnungsmarkt vergeben wird oder nicht, sondern mit welchen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen sie vergeben wird. Wenn wir alle Flächen in Berlin nur für die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften freihalten, was wir im Moment tun, werden wir nie die Wohnungen erreichen, die wir bekommen. Sie können maximal 5-10% des Bestandes, was wir eigentlich brauchen, an Wohnungsneubau, und wenn wir Wohnraum verknappen, wird auch die Miete überall teurer unter Druck, also wir brauchen auch Neubau. Und deswegen muss es einen Mix geben aus öffentlichen, ausdrücklich, wird sie auch animieren, neu zu bauen, und aber auch aus privaten. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn eine Fläche auch mal an Private vergeben wird, muss nur mit den richtigen Konzepten und Rahmenbedingungen sein. Also von daher ist es auch nicht kein Widerspruch an sich, und deswegen haben Sie mich gerade ein bisschen provoziert. Ich sage aber noch einen Satz zu dem Thema Studenten und studentisches Wohnen. Ich weiß auch nicht, ob ich richtig liege, und komme ein bisschen auf die Frage der Betriebs- und Werkswohnungen damit zurück. Heute wollen ja alle, ich finde es eigentlich auch richtig, die gemischte Stadt. Man will Studenten wohnen und andere Wohnungen nahe bei den Betrieben. Die Realität sieht aber im Moment in der Stadtplanung anders aus. Die sieht einfach so aus, dass Lärmschutz eine viel größere Rolle spielt als vor 20, 30 oder 40 Jahren. Und wir können es uns alle wünschen, wir kriegen es bloß nicht gebacken, dass ich in ein Gewerbegebiet irgendeine Wohnung, die nicht eine Betriebswohnung ist, reinbekommen. Und eine Betriebswohnung ist die des Hausmeisters und nicht die der Angestellten. Und von daher ist das Wünsch dir was manchmal viel, viel größer als die realistischen Rahmenbedingungen. Das kann, natürlich mache ich eine Ausnahme, deswegen ist es auch ein bisschen gefährlich, über zu viel Wohnen nah an den Industriegebieten zu reden. Da war ich immer ein Gegner, aber man kann durchaus, wenn man natürlich über wenn die Beuth-Hochschule sich konkretisiert, dann kann es sicherlich sein, dass in dem großen Bestandsgebäude, das für die Schule auch da ist, man auch Sonderflächen mal so schafft, dass was lärmtechnisch geht, dass da auch ein bisschen studentisches Leben, Boardinghaus, was auch immer alles drin ist, Gästewohnung etc. Damit man nicht nur so eine Schlafstadt, also das wäre nicht die Schlafstadt, sondern das wäre die Arbeitsstadt, hat, sondern damit man auch Sozialkontrolle rund um die Uhr hat. Da bin ich ein großer Freund von, aber man darf aus meiner Sicht keine falschen Versprechungen machen, weil jeder wünscht sich's. Aber wir bekommen ja heute schon nicht auf die Siemensflächen, wo früher die TU sogar drin war in einem Gebäude und ich studiert habe, was eigentlich ideal wäre für Wohnen oder studentisches Wohnen, bekommen wir, obwohl der Eigentümer der Neue es will, ums Verrecken, kein Wohnen rein, weil wir in einem Gewerbegebiet sind und es ist nicht zulässig und wir kriegen es auch nicht hin. Ich glaube, Herr Rüding, Sie wollten Herrn Krause jetzt so ein bisschen falsch verstehen, weil es geht wirklich darum, es geht ja darum, dass wir hier in einem Areal haben, wo tatsächlich Freiflächen zur Verfügung stehen, die entweder dem Land oder dem Bund gehören. Das heißt, es ist eine ideale Voraussetzung, hier wirklich Liegenschaftspolitik zu machen und zu überlegen, zu welchem Preis vergebe ich diese Flächen und welche Bedingungen knüpfe ich daran. Ich habe Tausende von Hektar und, heute schon. Ja, mag er. Das Land Berlin hat alles, aber keine Liegenschaftspolitik. Ich glaube, die CDU ist auch an der Landesregierung beteiligt. Aber das ist auch insofern ist das auch das, wo ich dann immer denke, wir müssen uns dann auch immer an die eigene Nase fassen. Und es geht eben darum, dann auch tatsächlich hier so ein Areal dann auch zu überlegen, was wollen wir da. Und da ist der Bereich Studentenwohnen natürlich etwas, was ein ganz klarer, integraler Bestandteil sein muss, wo man sagt,
wir erwarten so und so viel Wohnungen zu den und dem Preis und dann wollen wir das ausschreiben. Und das heißt natürlich, dass das dann auch für den Preis der Fläche natürlich das Preis reduziert. Und dann kriegt eben das Land Berlin nicht den Preis, den es vielleicht bekommen wird nach dem Höchstpreis. Und das finde ich aber bei so einer Fläche auch in Ordnung und auch richtig, damit auch da eine Durchmischung auch passiert und dass wir auch wirklich ein Areal haben, wo man gerne wohnt, wo man gerne arbeitet. Und darum geht es mir. Und dann muss es eben eine Dimension sein, wo sich dann auch die GEWOBAG an so einer Verfahren dann beteiligen kann. Wir erleben das ja, vielleicht ist es auch ein Unterschied zwischen Innenstadtbezirk und Außenstadtbezirk, weil wir haben natürlich ganz immense Preise inzwischen im Bereich Charlottenburg-Wilmersdorf in der City West und wenn wir solche Areale hätten, dann wären wir glücklich, weil dann können wir tatsächlich Wohnungsbau entwickeln, das gehört hier glaube ich zwingend dazu. Und es hat eben hier den Vorteil, dass man es mit einer schönen Freiflächenplanung verbinden kann. Und das hat man wirklich. Und diese Chance muss man, glaube ich, ergreifen und die muss man nutzen. Das ist eine kleine Korrektur vielleicht auch nochmal. Ich habe von der Ausschreibung gesprochen, das ist richtig. Die Ausschreibung bezieht sich aber zunächst mal nur auf den stadtplanerischen Teil. Das heißt, wir haben eine 15 Hektar Fläche, die zunächst mal einfach nur Wiese ist, Flughafengelände. Was machen wir da drauf, wenn wir Wohnungen schaffen? Auch diese Frage. Und darum geht es, da muss es einen Wettbewerb geben. Da kommt dann irgendwas raus, und wie dann nicht mehr umgegangen wird. Das ist eine politische Entscheidung. Die garantiert ihr heute Abend auch nicht nötig. Das nur zur Präzisierung. Ansonsten, studentisches Wohnen können wir uns natürlich vorstellen. Begrenzt irgendwo auf dem Gelände, aber diese Aussage ist richtig. Entweder ich mache Industrie und Produktion oder ich mache Wohnen, beides geht nicht. Da gibt es inzwischen planungsrechtlich ganz klare Vorschriften, sind Abstände einzuhalten, die liegen je nachdem, wie das Gelände dort beschaffen ist, zwischen 300 und 500 Metern. Und überall dort, wo Wohnen gegen Produktion klar gewinnt, Wohnen. Dann müssen wir uns auch irgendwann entscheiden, was wollen wir denn eigentlich am Standort? Ja, eben, deswegen, je nachdem, wie es dort geschaffen ist, die Pufferzonen, die haben wir hier eingeplant. Deswegen ist das Groß-Schumacher-Quartier mit respektablem Abstand gesetzt von den Industrieflächen aus genau dem Grund. Und auch Tegel Nord beginnt mit respektablem Abstand, um genau in diese Konflikte nicht reinzukommen. Und sollte sich im Laufe unserer Planung das Planungsrecht nochmal verändern, dann können wir gegebenenfalls immer noch nachbessern. Ansonsten, es gab noch eine Frage, wie sieht es denn aus, wenn dann die Beuth-Hochschule gekommen ist? Das geht uns nicht so wahnsinnig schnell, das wird bis mindestens 18, 19 dauern, wenn nicht länger, das hängt davon ab, wie dann auch die Planungsmittel zur Verfügung gestellt werden. Jetzt am 12. Dezember wird das Abgeordnetenhaus darüber bescheiden. Und wenn die Planungsmittel nicht zur Verfügung gestellt werden, dann können wir mit den Planungen beginnen. 2016, frühestens wieder, Januar, nächste Haushaltsperiode. Das heißt, wir würden erstmal 3 Jahre lang planen, dann würden wir nichts sehen und dann erst weiterarbeiten können. Das wollen wir alle nicht, deswegen darf ich nochmal ganz dafür, ganz enorm dafür, dass wir auch da entsprechend ausgestattet werden. Aber wenn dann die Beuth-Hochschule drin ist, was passiert als nächstes? Es kam die Konkurrenz zu Adlershof gerade auf. Adlershof ist kein Konkurrent, wir arbeiten Hand in Hand. Adlershof ist jetzt zu etwa 65% ausgelastet, bis wir soweit sind, dass wir angebotsfähig sind auf dem Gelände. Wird Adlershof keine vergleichbaren Flächen mehr haben. Die laufen auch jetzt schon langsam zu. Und irgendwann braucht man auch aus Adlershofer Perspektive Ausweichflächen und die bieten sich hier idealerweise an. Tempelhof hat eine ganz andere Nutzungsform. Dort steht Wohnen im Vordergrund, ein bisschen Gewerbe am Rande. Ist aber überhaupt keine Konkurrenz, ist auch von dem Nutzungskonzept keine Konkurrenz. Tempelhof richtet sich vielmehr an die Bevölkerung, also das, was man neudeutsch als B2C bezeichnen würde. Das ist ein Standort, der sehr stark sich an die Bevölkerung richtet, während Tegel sehr stark auf Arbeitsplätze, auf Gewerbe, auf Industrie, auf Forschung ausgerichtet ist. Dort geht es nicht um das Leben am Ort, sondern es geht wirklich um Wirtschaftskraft. Das hat eine ganz andere Auswirkung. Ja, ich sollte noch was zum Festplatz sagen. Der Festplatz liegt ja am Kurschumacher dann auf der östlichen Seite und da gibt es busmäßig die Linie M21, die
dort hält und auch der X21, der Expressbus, hat eine zusätzliche Haltestelle zu Zeiten, wo da auf dem Festplatz was los ist, und in Fahrtrichtung Schumacherplatz gibt es auch eine Sonderhaltestelle, die nur zu diesen Zeiten dann auch extra bedient wird. Daran soll auch nichts geändert werden. Das Einzige, was sich so auf den Festplatz ändern wird, ist, dass der 128er nicht mehr hält, weil der 128er ist eigentlich auch für die Verbindung vom Festplatz zum Flughafen vielleicht auch nicht ganz so wichtig, muss ich mal sagen. Ja, ich würde jetzt gerne noch ein paar Fragen aus dem Publikum direkt aufnehmen. Es sind einige Meldungen da. Ich sehe drei Finger, die oben sind hier vorne. Sie hatten sich schon davor länger gemeldet. Vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Eine Frage, aber erstmal eine Meinung. Ich fand Ihre Präsentation ein bisschen frech. Zu werben, 15 Minuten von TXL zur Regierung. Das schafft man bloß mit dem Auto. Sie stellen uns ja futuristische Verkehrsmittel vor und wärmen dann Ihre Leute für den individuellen Nahverkehr. Ich meine, dass uns das sowieso nicht interessiert, weil wir fahren nicht von TXL zur Regierung, sondern wir wollen vom Stadtteil zum Beispiel zum Zoo oder zur Wilmersdorfer Straße, ist mal ein anderes Thema. Aber ich finde, sowas kann man nicht machen, in unserer Zeit zu werben für den öffentlichen, also für den privaten, benzinmotorisierten Autoverkehr. Besonders weil da diese 15.000 Leute, die da irgendwann arbeiten wollen, wenn sie ihre futuristischen Sachen noch nicht erledigt haben, dann mit ihren Benzinautos hier mit unserem Stadtteil fahren. Gut, auf dem Schumacherdamm. Die Leute leiden da jetzt schon unter Lärmbelästigung, die Leute, die direkt in der Quadratsiedlung zum Beispiel wohnen. So, das war meine Meinung, das fand ich nicht gut. Die Frage, wie wird es denn aussehen mit dem Bauverkehr? Wir haben jetzt am Heckerdamm schon das ganz große Problem zwischen Friedrich-Olbrich-Damm und Auffahrt auf die Autobahn, dass da nachts schwere Laster durchbrettern. Warum die nicht den Saalfinger Damm langfahren, könnte mir noch keiner erklären. Aber wo fährt denn dann der Bauverkehr lang, wenn dann der ganze, dieses riesige Areal gebaut wird? Und wie wird verhindert, dass sie dann auch durch den Stadtteil durchfahren? Ja, ich denke, wir sammeln kurz ein paar Fragen, bevor wir dann die Beantwortung, die Sie hatten, sich gemeldet haben. Ich würde mal ganz gerne wissen, wenn jetzt auf dem Geldkanal nicht gebaut wird, Wohnungen gebaut werden, wie sieht mit unserer Wohnlage hier aus? Wird die dann aufgerüstet? Das heißt, dass wir dann praktisch also auch irgendwann woanders hin müssen, weil dann hier Jungunternehmen und so weiter dann wohnen wollen? Ich denke, das wäre vielleicht Herr Krause nochmal. Da hinten bitte. Ja, ich habe noch etwas zum Verkehr, zum Thema Verschlechterung der Anwohner, weil mein Punkt nicht weitergegeben worden ist. Ich komme nämlich aus dem dicht besiedelten Altbaugebiet in der Mierendorfstraße und nutze regelmäßig die Haltestelle Quedlinburger Straße vom X9er, und da bin ich nicht allein. Es fahren viele von der UDK, es fahren viele von der Quedlinburger Straße in die City West. Und auch wenn ich Richtung Norden fahre, um in den X21 umzusteigen, steigen mit mir etliche Fahrgäste Jakob-Kaiser-Platz aus. Und es wäre eine fehlende Nord-Süd-Verbindung zu schließen, wenn man den X21er in die City West zum Zoo führen würde, anstelle des X9ers. Denn wir haben im Schnellbusnetz diese direkte vertikale Linie City West, Jakob-Kaiser-Platz, Kurt-Schumacher-Platz, Bittenau haben wir nicht. Es sei denn, man steigt Jakob-Kaiser-Platz in die U-Bahn ein und dann nochmal Bismarckstraße. Und für mich ist der X9er auch der Zubringer zur Stadtbahn, weil die Umsteigesituation am S-Bahnhof Charlottenburg auch nicht so günstig ist. Ich bin noch relativ mobil. Das ist aber auch zum Treffen zu überwinden. Deshalb mein Vorschlag, habe ich schon ein paar Mal formuliert, die Verlängerung des X21er zu mit der Haltestelle Quedlinburger Straße. Okay, eine weitere Frage vielleicht noch. Nehmen wir diese drei noch mit und dann gehen wir nochmal in die Runde. Bitte hier vorne zunächst vielleicht. Ja, ich komme auch von Tempelhofer Feld 100%, sowohl von Tempelhofer Feld so wie auch von Kiez-Simmenstadt. Ich habe mal eine Frage, also in Schillerkiez und Tempel, also in Köln, wie am Tempelhofer Rand, findet die Gentrifizierung kräftig statt von einfacher Wohnlage.
wurde es erhoben auf Mittelregionen. Die Mietpreise sind explodiert auf 10 Euro pro Quadratmeter. Wie sieht es hier aus in Kiez-Siemensstadt? Ich merke es auch in meinem Umfeld, ist gerade Ohrgang, dass die Mieten extrem teurer werden. Wie geht die Politik damit um? Wie geht die Geobacht oder die ganze Gesellschaft damit um? Und wie geht Themenprojekte damit um? Sowie meine zweite Frage, das sind Kleingärten im Umfeld von Tegel, werden diese beeinflusst, werden diese abgerissen oder bleiben sie erhalten? Hätte die jetzt zwei weitere, da hinten auch noch eine? Ja. Ihre Eingangspräsentation war ja sehr allgemein gehalten. Da hätte man eigentlich das Gefühl gehabt, die ginge an einen Investorenclub oder sowas. Weniger jetzt an die Bevölkerung direkt. Sie haben ja auch selber schon gesagt, Sie haben viele Veranstaltungen gemacht. Es war ja sehr schwierig, eine Veranstaltung jetzt endlich mal auf hier im Charlottenburger Norden durchzusetzen. Ich persönlich bin auch Mitglied der DVV, bin auch gleichzeitig wohnlich in Mierendorf-Kiez, bin also auch mittelbar betroffen. Ich habe mich auch sehr dafür eingesetzt, dass diese Veranstaltung endlich stattfand. Und ich finde, man hat sehr stark gemerkt in der bisherigen Diskussion, dass eigentlich von Ihnen noch gar nicht gesagt worden ist, was bedeutet es eigentlich für den Charlottenburger Norden? Also das wurde es ist ja bisher ein Inselareal, der Tegel ist ja abgesperrt, ist eine Sperrzone. Jetzt ist es irgendwann keine Sperrzone mehr, aber was haben wir im Charlottenburger Norden eigentlich davon, dass jetzt das keine Sperrzone mehr ist? Was für Möglichkeiten, was für Chancen? Gleichzeitig negative Auswirkungen sind jetzt eigentlich bisher nur aus dem Publikum gekommen, aber ich hätte mir auch von Ihnen gewünscht, mal zu sagen, wissen Sie, in den nächsten Jahren wird es ein Problem mit Baustellenverkehr beispielsweise geben oder auch nicht. Also und insbesondere jetzt aber auch mal die positiven Sachen, die würde ich gerne wissen. Und was bedeutet das für das städtische Umfeld, insbesondere jetzt Charlottenburger Norden? Davon habe ich bisher etwas konkreter, direkter nochmal zu werden. Ich glaube, eine letzte Wortmeldung hatten wir noch, die würde ich jetzt noch aufnehmen und dann gehen wir in die Fragerunde. Ja, also ich gehöre eher zu den Lärmgeschädigten, weniger zu denen, die vom Verkehr jetzt oder von eventuell eingestellten Verkehrsproblemen betroffen sein wird. Mich würde wirklich mal interessieren, wie der Zeitraum von 2008, den Sie genannt haben, bis zum heutigen Tag, wo die Finanzierung zustande gekommen ist, für dieses durchaus sehr schöne Projekt und wie wird es auch weitergehen? Wo kommen die finanziellen Mittel her für diese tolle Vision, die Sie uns vorgestellt haben? Denn wir sind, glaube ich, alle mit unserem wunderschönen WER eigentlich schon ziemlich gestresst, was da an Geldern so nonchalant geflossen ist, sodass bei so einem großen Projekt natürlich ich mich auch frage, wo kommen die Mittel her? Wer finanziert es? Ja? Okay, ich versuche in die Runde mal die Fragen jetzt mit reinzugeben. Würde mal anfangen mit dem Wohnungsthema. Da waren ja ganz konkrete Ängste da. Was passiert denn mit meiner Wohnung? Gentrification ist ein Thema, Aufwertung, Verdrängung vielleicht auch. Herr Krause vielleicht direkt dazu. Die Politik war auch angesprochen nochmal. Die Frage nach dem Kleingarten. Was passiert mit den Kleingärten im Umfeld? Wie sehen die Mieten generell aus? Vielleicht auch in Richtung Siemensstadt wurde angesprochen. Ja, vielleicht die Frage beginnend mit Herrn Krause und dann nochmal Herr Schmidt und Herr Rüth. Ja, gerne. Ich kann Sie auch beruhigen. Also wir haben nicht die Absicht, irgendwie Wohnungen zu verkaufen. Das geht, glaube ich, auch gar nicht ohne Aufsichtsratbeschluss. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben sehr viele zufriedene Mieter, das soll auch so bleiben. Und wir haben eine ganz niedrige Fluktuation von 6% hier in diesem Bereich. Das heißt, wenn wir jetzt mal überlegen, es sind 3000 Wohnungen, das sind dann 180 Wohnungen im Jahr, die da frei werden, die neu bezogen werden können. Die sind frei. Nicht ganz. Das heißt also, wir müssen da auch an DBS vermieten. 33% außerhalb des Rings, 50% innerhalb des Rings. Also hier haben Sie eine Sicherheit, die ist gewährleistet. Mietspiegel-Thema, deswegen habe ich eben gesagt, ich kann im Moment nur so in den Perioden Mietspiegel rechnen und da sehe ich keine Veränderung. Der ist gerade rausgekommen 2013, der ist gültig für zwei Jahre, 2015. 2015 wird nichts passieren, 2017 sind vorher Wahlen, wird auch nichts passieren. Das heißt, ich habe erstmal so eine kleine Garantie bis 2019, dass hier wirklich so
ortsüblichen Vergleichsmieten. Mehr dürfen wir nicht nehmen, bei Neuvermietungen vielleicht noch 20% drauf, das ist dann auch ein Maximum. An die Rechnung können und es ist stabil. Ich glaube, wenn ich sage, bis 2019, das ist ein unheimlich langer Zeitraum. Ich habe die mittlere Grundlage hochgeschraubt, indem eben Renovierung oder Sanierungsarbeiten stattfinden, dass eben die Vorsichtig. Renovierung oder Luxus. Vorsichtig. Ja, bei Ihnen vielleicht nicht, aber vielleicht in anderen. Also Sanierung ist was anderes, da habe ich eine Mottoumlage, die kann ich auch machen, das kann auch die Gebung abmachen, wenn wir modernisieren. Das sind bestimmte gesetzliche Vorschriften, das werden wir auch tun, wenn wir modernisieren. Aber grundsätzlich ist jeder gehalten an den Mietspiegel, also was Bestandsmieter angeht. Ja, das ist richtig, aber wenn es schwierig ist und wenn aufgewertet wird, ist es halt trotzdem oben. Ja, die wird ja nicht so einfach aufgewertet. Die verbessert. Aber wenn sie noch aufgewertet wird, reicht das für das politische Gremium, was erstmal das Votum gibt. Aber vielleicht können Sie auch mal. Also Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn wir eine Mischung hätten von einem Quartier, wo wir Private haben und Wohnungsbaugesellschaften und dann die Privaten tatsächlich an der Mietpreisschraube drehen und dann tatsächlich bei der nächsten Erhebung wir dann eine Erhebung haben. Aber hier haben wir den Vorteil, dass Quartiere wirklich fast alles nur Bestandteil der Wohnungsbaugesellschaften sind. Das heißt, in Charlottenburg-Wilmersdorf haben wir einen sehr kleinen Anteil, 7% der gesamten Wohnungen sind tatsächlich nur in kommunalen Wohnungsbaugesellschaften für Charlottenburg-Nord. Positiv, dass fast die gesamten 7% hier sind. Klausener Platz ist da noch ein bisschen, aber das war es dann auch schon für Charlottenburg-Wilmersdorf. Insofern ist diese Mietproblematik hier Gott sei Dank nicht so dramatisch wie in anderen Quartieren in Charlottenburg-Wilmersdorf. Aber ich will nochmal auf die Intervention von Frau Wieler nochmal eingehen. Es geht doch gerade heute darum, zu sammeln, was tatsächlich die Punkte sind. Und ich habe hier eine sehr große Offenheit auch gemerkt, diese Punkte mit aufzunehmen. Und ich finde dann immer gleich sozusagen mit dem Hammer drauf zu hauen und zu sagen, das ist ja alles nie beachtet worden und was soll denn das, finde ich immer schade, weil damit erreicht man keine Offenheit in solchen Planungen, sondern damit macht man auch irgendwie die Schotten wieder zu. Und ich habe am Anfang auch sehr deutlich gesagt, dass es darum geht, auch diese Sachen zu sammeln und dann eine zweite Veranstaltung zu bündeln, um zu sehen, was kann man damit machen. Insofern fand ich das ein etwas schade, dass man so ein Resümee... Positive Aspekte, auch insbesondere, die habe ich mir auch nicht gesagt. Ja, gut, aber ich finde es auch nochmal wichtig, dass man natürlich hier darum geht, das ist ein Auftrag auch für diese Frage und insofern bin ich da nicht ganz so pessimistisch in dem der Bewertung und hoffe, dass wir wirklich diese Impulse jetzt mitnehmen und ich habe das, ich weiß doch, dass gleich was passiert mit der BVV, dass die BVV alle Fraktionen in der nächsten... Es ist eine Einwohnerversammlung. Richtig, aber das ist ja die Fraktion, die Fraktionen werden einen Antrag einbringen, dass der Takt des 109ers zwischen Jungfernheide und Jakob-Kaiser-Platz auf gar keinen Fall 20 Minuten sein darf, sondern 10 Minuten ist und dann werden wir natürlich den Brief an die BVG schreiben und dann das wird natürlich schon passieren. Und darum geht es auch bei solchen Veranstaltungen, dass diese Impulse mitgenommen werden. Darum geht es eigentlich. Es war die Frage die Ängste, die Sorgen, dass jetzt Mieterhöhungen hier und auch in Siebenstadt resultieren aus dieser Planung. Es kann Ihnen natürlich überhaupt gar keiner versprechen und zusagen, dass es keine Mieterhöhung geben wird, wobei ich auch ganz klar sagen muss, wenn modernisiert wird, wir reden ja immer über zwei Mieten mittlerweile eigentlich. Ja? Wir reden ja auch über die Energiekosten und auch eine Modernisierung, wo dann die erste Miete steigt, muss nicht per se schlecht sein. Es gibt gute Beispiele dafür, auch von Genossenschaften, auch von anderen, wo man auch mit einer Sanierung nachher warm mietenkostenneutral sogar sanieren konnte. Also auch nicht jede Modernisierung ist Teufelszeug, will ich nur sagen. In der nächsten Veranstaltung werden wir nämlich über Klimaschutz sprechen und da werden alle fordern, dass gerade im Wohnungsbestand energetisch saniert werden muss, weil daraus ein großer Teil der CO2-Emissionen kommt. Also von daher muss man da auch ein bisschen aufpassen. Ich glaube nicht, dass aus dem Projekt Tegel irgendeine Sorge entstehen muss. Sage ich Ihnen ganz offen. Denn erstens wird es noch erhebliche Zeiträume bedeuten, bis hier auch konkrete Ansiedlung kommen und auch nicht jeder, der in Tegel forscht und arbeitet, wird in Charlottenburg-Nord oder in Siebenstadt wohnen wollen. Muss man mal auch ganz klar sagen. Also es wird auch nicht durch Studenten, bekommen sie nicht unbedingt den größten Druck auf Wohnlagen und Mieten. So aus sein. Die haben jetzt nicht das meiste Geld in der Tasche da explodieren auf einmal die Mietpreise. Also von daher wäre ich mit den jetzigen Planungen, sage ich jetzt mal, relativ entspannt. Also ich glaube nicht, dass der Druck, den wir sicherlich auf dem Wohnungsmarkt
noch von Mietpreisen haben in dieser Stadt durch das Projekt Tegel, und das ist ja heute das Thema, erhöht wird. Wir haben Probleme im Wohnungsmarkt und bei den Mieten. Dazu gibt es Verabredungen auf Bundesebene, Verabredungen auf Landesebene vor allen Dingen, die auch beschrieben worden sind. Und dazu müssen vor allen Dingen, sage ich auch nochmal deutlich, auch mal nicht nur Wohnungen auf dem Papier und in Sonntagsreden entstehen, sondern sie müssen auch gebaut werden, damit wir den Druck auch ein bisschen aus dem Wohnungsmarkt herausnehmen. Auch das ist ja ein, kann man sagen, auch über die Parteigrenzen hinweg, ist auch kein parteipolitisches Thema, glaube ich, Konsens. Das sind die Themen, und ich glaube, aus der Entwicklung Tegel braucht man da keine großen Sorgen zu haben. Aus spannender Sicht sage ich Ihnen aber auch noch, ich habe als Bezirksstadt an Spandau ein ganz anderes Gentrifizierungsproblem. Wir haben das Problem, dass wir eigentlich im Moment, gefühlt für den Einzelnen gibt es auch Mieteinstiege, aber vergleichsweise in der Stadt bei den Durchschnittsmieten, glaube ich hinter Marzahn-Hellersdorf, vielleicht sogar noch davor, im Moment die niedrigsten Durchschnittsmieten haben. Und wir sind die Aufnehmenden der Gentrifizierung. Und das ist überhaupt gar kein, es gibt doch ein ganz anderes Thema. Das Thema, was wir in der Stadt viel mehr diskutieren müssen, ist, wie gibt es eine vernünftige soziale Durchmischung in den einzelnen Quartieren? Wie gibt es stabile Kieze? Das ist das Thema. Und deswegen, das ist auch ein anführendes Programm. Das, glaube ich, ist das Thema, dem man sich auch noch mehr widmen muss, was man aber auch teilen muss, wirklich auch sagen, ja, das Senat ja auch über schon macht, aber Quartiersmanagement reicht allein nicht aus, es gilt für alle Wohnquartiere und Kieze. Und ein Punkt noch, weil ich auch die Frage sehr gut fand, was gibt es denn eigentlich für Chancen? Ich glaube, es gibt eine Riesenchance aus diesem Projekt heraus, weil im Moment, Sie haben es selber gesagt, kann man eigentlich nur auf das Gelände von Tegel, man sieht es von oben, wenn man im Flugzeug startet oder man kommt in ein Terminalgebäude rein, aber mir nicht. Es ist abgeschlossen. Es wird doch, wenn es ein Zukunftspark wird, ein Technologiepark wird, ist doch kein Closed Shop. Dann sind doch auch, gerade wenn Studenten drauf sind, sie können doch durch alle Flächen durchspazieren, egal wie viele Wege sie haben. Sicher sind die Wege richtig, die Landwege sind wichtig, etc. Es wird doch das erste Mal überhaupt ein Gelände, was, wie ich jetzt gelernt habe, 5% von Paris ausmacht, überhaupt geöffnet. Das erste Mal seit Jahrzehnten wieder zugänglich. Und sicherlich wird es Baustellenverkehr geben. Aber der Baustellenverkehr, den können Sie gegenrechnen gegen den Flugverkehr. Sage ich jetzt auch mal aus spannender Sicht. Kann man so einfach nicht machen, aber klar gibt es Belastung an der Stelle für bestimmte Zeiten, darf man auch nicht wegreden. Aber Sie werden natürlich auch erhebliche Entlastung haben. Ich habe vor Jahren immer gesagt, dazu stehe ich auch heute noch, vor 10 Jahren gesagt, bei der Schließung Tegel aus spannender Sicht, sind immer zwei Herzen in einer Brust. Sage ich auch ganz offen, war auch damals so. Für den Wirtschaftsstandort Spandau, habe ich damals aus spannender Sicht gesagt, schwierig, eher negativ. Für den Wohnstandort, total positiv. Heute kann man ja ganz klar sagen, die Entscheidung ist ohnehin gefallen, wie es weitergehen soll. Also ist es für den Wohnstandort oder für die Wohnstandortwohnung aus meiner Sicht nur positiv. Sie haben Flächen, die überhaupt erschlossen werden, da kann man darüber diskutieren, wie sie hinterher genutzt werden, aber sie sind überhaupt erstmals öffentlich zugänglich und sie werden aus meiner Sicht keine großen negativen Auswirkungen haben. Und ein Thema, also Thema Verkehrsanbindung, das nehme ich mal ein bisschen aus, da muss man auch genau hingucken. Aber ein Aspekt, der immer zu kurz kommt aus meiner Sicht, ist natürlich der, dass wir in der Stadt auch davon leben und auch die Steuergelder bezahlt werden von Leuten, die in Arbeit stehen. Und wenn hier zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen, dann ist das für Sie, dann ist das für Ihre Kinder und meine und Enkelkinder natürlich auch eine Perspektive, das darf man natürlich hier nicht einmal alles nur überhöhen, man muss auch kritisieren und kritisch nachfragen, aber natürlich ist es eine tolle Perspektive und besser, als wenn ich da so eine Brache liegen lasse, die keiner begehen kann. Also ich sehe persönlich mehr Chancen als Risiken und glaube auch, dass es nicht viele negative Auswirkungen auf die einzelnen Wohnquartiere gibt. Die muss man allerdings auch in der Politik über diese stabilen Kieze auch noch anders angehen. Ja, wir sind in der Zeit schon relativ weit fortgeschritten. Ich sehe auch, dass noch einige Meldungen da sind, dass auch Reaktionen da waren. Ganz kurze Information, wir wollen Sie auch einladen, mit den Podiumsteilnehmern im Anschluss noch ein paar Minuten vielleicht weiter zu diskutieren und vielleicht das eine oder andere noch zu besprechen. Wollen aber, bevor wir in diesen Teil übergehen, noch die Fragen beantwortet wissen, die aus dem Publikum vorab gekommen waren. Herr Boutelier,
Ich habe ein paar Stichpunkte für Sie. Es sind einige Sachen gekommen. Es gab das Thema Baustellenlärm, es gab die Sorge um den Kleingarten, die im Umfeld des Geländes liegen. Es gab die Frage, wer finanziert das Ganze denn eigentlich? Wie ist das bisher finanziert worden? Kann man vielleicht dann in Zukunft auch in 15 Minuten mit dem Auto ohne das Auto zur Bundesregierung in die Innenstadt, wie nur mal die Innenstadt für die meisten vielleicht interessanter fahren? Und die ganz konkrete Frage, was hat denn das Umfeld eigentlich davon? Es ist ja von den Rüdigen einiges angesprochen worden, von Herrn Schulte auch. Aber jetzt von Ihnen als Projektentwickler, als diejenigen, die das umsetzen wollen, wie profitiert das von der Kasse? Ich hätte es nicht schöner sagen können, Herr Rüdiger. Als allererstes, der Fluglärm fällt weg. Und das ist die allergrößte Verbesserung, die wir alle bekommen. Und darauf freuen wir uns wahnsinnig. Das ist ganz klar. Das bisschen Baulärm daneben, was nicht nachts stattfindet. 25, wir treffen uns 25. Was nicht nachts stattfindet. Das ist ja noch nie offen. Was über die Hauptverkehrstrassen abgewickelt werden, dahin können wir gehen. Ist dagegen wirklich zu vernachlässigen. Und wie das im Einzelnen geregelt wird, und wie das auch möglichst anwohnerfreundlich geregelt wird, das werden wir uns ziemlich genau angucken. Lassen Sie uns erstmal den neuen Flughafen fertig bekommen, bevor wir mit diesem Punkt dann auch umgehen. Wir werden da mit Sicherheit Lösungen finden. Es kam eine Frage zu dem Kleingarten, da habe ich irgendwie überhaupt nicht betroffen. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht so genau, es ist außerhalb unseres Planungsgebietes. Deswegen, Herr Schulte meinte eben so vorsichtig, was Sie sagen, möglicherweise gibt es an der einen oder anderen Stelle doch irgendwelche Eingriffe, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Brot zumindest ist nicht betroffen. Vielleicht reiche ich einmal kurz das Mikrofon weiter. Auch nicht. Also, wir wissen es nicht. Also kein Schutz von Kleingarten, ja? Ich habe nur bei dem Masterplan gesehen, dass östlich der Mickeritzbrücke ein paar Kolonien verschwinden, aber das weiß ich sozusagen nur, weil ich mir den Plan mal angeguckt habe. Aber wo genau, wie viele, da habe ich wirklich keine Ahnung. Also war nicht Bestandteil unserer Diskussion und von uns aus, wir werden hier das nicht plattwalzen. Also, gut. Die Frage nach den 15 Minuten. Das hier ist eine Form der Präsentation, die man bei der Wirtschaftsansiedlung macht. Ich gehe raus, international halte Vorträge und werbe natürlich diesen tollen Standort. Dass das eine Autobetrachtung ist, stimmt, haben Sie vollkommen recht. Und sollte man vielleicht, wenn man ganz korrekt ist, auch nicht so sagen. Aber wir wollen natürlich unseren Standort schönreden, auch ein bisschen, wollen das Gute hervorheben und tatsächlich mit dem Auto, wenn nicht allzu viel Verkehr, es schaffen. Das ist aber nur mit dem Auto, da haben Sie vollkommen recht. Ist ja mit dem Elektroauto. Da bitte ich um Nachsicht, dass wir natürlich versuchen, auch ein bisschen zu übertreiben an der einen oder anderen Stelle. Aber wir wollen ja auch eine schöne, hübsche Braut sein, wenn wir dann draußen da haben für uns. Es ging um die Frage der Finanzierung. Finanzierung ist immer schwierig in Berlin, aber in der Planung, die wir im Augenblick haben, und die war ja auch in der Presse schon nachzulesen, haben wir von einem Investitionsvolumen öffentliche Gelder 600 Millionen gesprochen. Das ist ein Zwischenstand, muss man immer dazu sagen. Wir waren noch nicht so glücklich, dass es in die Presse gekommen ist. War nicht so beabsichtigt. Die Zahlen werden sich alle nochmal verändern. Deswegen bitte nicht mitschreiben oder mich zitieren an dieser Stelle. Ich möchte nur kurz erläutern, was dahinter steckt. In diesem Planungsstand sind von den 600 Millionen etwa 154 Mittel aus Landeshaushalt. Das beinhaltet die Umbauten für die Beuth-Hochschule. Dann werden wir die restlichen, muss ich ganz kurz rechnen, 450 Millionen etwa, die dann übrig bleiben, das sind zum Teil Fördermittel, GRW-Mittel, zum großen Teil sogar, ich glaube 250 Millionen fast, ich gehe mal ganz kurz runter, ja, und sind zum Teil Bundesmittel. Damit haben wir das Gelände noch nicht gefüllt. Da bleibt noch ganz viel übrig, wenn Sie über 200 bis 250 Hektar ungefähr reden, die Sie bebauen. Dann reden wir ganz schnell über 2 bis 3 Milliarden Euro. Deswegen, ich komme wieder zu meinem Eingangspunkt zurück, Wirtschaftsansiedlung, touren wir durch die Gegend und werben für den Standort, damit private Investoren kommen, private Institute sich hier ansiedeln, ihre Firmenzentralen vielleicht sogar hier hinsetzen, ihre Forschungsinstitute hier ansiedeln,
und natürlich auch Produktion hier ansiedeln. Das sind dann private Investitionen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da auch geschlossen versuchen, möglichst positiv nach außen zu wirken. Und das klappt unglaublich gut, muss ich auch dazu sagen. Es gab wenige Projekte bisher in Berlin, die so unstrittig und so gemeinsam beseelt, möchte ich fast sagen, etwas blumig formuliert jetzt, aber die so von einem gemeinsamen Gedanken getragen und mit so viel positiver Stimmung auch begleitet werden von der Bevölkerung. Und darüber sind wir auch noch nicht froh. Und wir wollen auch alles dafür tun, dass es so bleibt. Und deswegen machen wir auch Veranstaltungen wie heute Abend. Und es ein bisschen gedauert hat, dass es hier stattgefunden hat. Es tut natürlich fürchterlich leid. Aber auch die anderen Veranstaltungen, die sind immer sehr breit gestreut gewesen. Und wenn es die nicht erreicht hat oder wenn sie auf einem Verteiler nicht drauf waren oder die Bekanntmachung nicht gesehen haben, dann hoffe ich, dass wir heute Abend wieder ein Stückchen gemacht haben. Hallo, was wollen Sie das Mikrofon weglegen? Ich habe nochmal eine Frage, die Sie auch gerne beantworten können. Ist es richtig, dass es Investoren gibt, die schon wieder abgesprungen sind, weil der Berlin nicht versteht, wann die da dieses Gelände dann tätig werden können? Weil die sprechen ja immer nur von der Reutschule, aber sonst haben sie noch keinen Namen genannt, die sich da auch anbieten würden. Ja. Aber durch die Presse ist ja ergangen, dass sehr wohl schon auch andere Namen oder andere Investoren da waren, die inzwischen weg sind. Weil sie es nicht mehr in der Planung drin haben, wenn es so lange noch dauert. Was ja völlig normal ist. Sie haben ganz normale Planungsvorläufe und wenn das Gelände nicht zur Verfügung steht, suchen sie sich halt ein anderes. Dafür kommen andere wieder. Das ist ein völlig normaler Prozess und beunruhigt uns jetzt in keiner Weise. Was ganz spannend war übrigens, dass in einem Zeitraum 6 Monate vor der geplanten Schließung des Flughafens, vor Juni 2012, dass gerade zum Ende hin die Anzahl der Anfragen enorm nach oben geschossen ist. Auch ein völlig normales Phänomen. Also wenn es im Augenblick etwas ruhiger ist, braucht sich keiner zu beunruhigen. Mit den Großen sind wir im Gespräch und die ganzen Kleinen und Mittleren, die werden erst dann kommen, wenn es konkret wird. Was soll man auch anderes fahren? Das ist ja völlig unsinnig. Ich kann ja im Augenblick nicht mal einen Termin nennen. Also, ich kann überhaupt keine Planungssicherheit geben. Das Gute dabei ist aber, dass wir merken, das Interesse ist da. Es gibt Flächen bei uns, die es in dieser Form in der Stadt sonst nirgends gibt. Wir hatten einen Fall, das war so eine 6.000 Quadratmeter Fläche. Diese Interessenten, die haben sich 43 Standorte angeguckt, nachdem wir gesagt haben, tut mir leid, wir können euch keinen Termin geben. Und die kamen wieder zurück zu uns und sagen, das, was wir suchen, habt nur ihr. Dann warten wir einfach. Also auch das gibt es. Und es gab eine sehr große Industrieanfrage, das konkrete Projekt ist tatsächlich geplatzt. Aber dieser Investor hat gesagt, an dieser Fläche bleibe ich dran, weil es so wenig Flächen dieser Art gibt. Und ich finde dafür schon noch ein anderes Projekt. Aber bitte haltet mich da am Laufen und wir telefonieren tatsächlich regelmäßig mit ihm und bleiben da dran. Und wenn wir keine Namen nennen, konkrete, bevor wir Verträge unterschrieben haben, werden Sie von uns und auch die Presse bohrt immer heftig nach keinen einzigen Namen bekommen. Das wäre nur unprofessionell und würde der Sache schaden. Okay, ich würde das Mikrofon gleich an Herrn Gels nochmal weitergeben. Wir würden jetzt die letzte Frage noch machen, und zwar war das die Anbindung des Bühnendorfplatzes und die Linienführung des 621. Wir würden danach, weil wir in der Zeit jetzt auch schon fortgeschritten sind, Sie bitten, mit uns weiter zu diskutieren, hier im Anschluss für die Podiumsteilnehmer noch ein paar Minuten mit hier zu bleiben und vielleicht bei einem Schluck zu trinken und Rätsel noch den Abend ein bisschen ausklingen zu lassen und hier an den Stellwänden vorne die Themen noch weiter zu diskutieren. Ja, danke. Also die Viertelstunde zur Regierung finde ich auch sportlich. Aber ich würde schon sagen, in einer halben Stunde schaffen wir es mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also eine Viertelstunde zum Bahnhof Charlottenburg, eine Viertelstunde mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof, ist man in einer halben Stunde auch da, ist auch nicht so schlecht. Also kann man auch vorzeigen, finde ich. Was den X9 und die Haltestelle Quedlinburger Straße angeht, da muss man vielleicht nochmal für alle das erklären. Die Quedlinburger Straße, eine Haltestelle auf der Linie X9 in der Sömmeringstraße zwischen Mierendorfplatz und Richard-Wagner-Platz. Und die wird bedient, weil der X9 da zufällig da lang fährt. Das war, als die Linie eingerichtet worden ist zum Flughafen, gab es die erst nicht. Dann wurde da ein Hotel gebaut und dann hat der Hotelbesitzer sehr viel Druck gemacht und hat tatsächlich auch erreicht, dass da eine Haltestelle hingekommen ist.
Allein das Problem ist, diese eine Haltestelle, auch wenn sie nicht ganz schlecht ausgelastet ist, da haben Sie schon recht, allein die Haltestelle wird den Bus nicht voll machen. Also es sind, ich habe extra mal nachgeschaut, es sind heute je nach Wochentag zwischen 250 und 490 Einsteiger an der Haltestelle, beide Richtungen zusammengerechnet. Wenn man jetzt noch ein paar Leute wieder absieht, die heute da zum Flughafen fahren, dann ist nicht die Masse, nicht die Mehrheit, richtig, aber es müssen noch ein paar abgezogen werden, dann bleiben ungefähr ein bis zwei Fahrgäste pro Fahrt, die dann von der Haltestelle profitieren würden. Und für die können wir natürlich nicht zusätzlich noch eine Linie machen. Ich sage es aber anders nochmal als BVG, wir sind ein Verkehrsunternehmen, wir sind ein Verkehrsbetrieb. Ich würde gerne da anfahren und ich würde gerne jede Linie im 5-Minuten-Takt fahren. Auch den 109er sonst wohin. Weil wir davon überzeugt sind, dass das öffentliche Verkehrsnetz einfach das Beste ist. Und wenn es dichter bedient wird, wird es auch besser. Allein das Problem ist dabei, es muss irgendjemand bezahlen. Die Fahrgäste wollen das leider nicht mit ihren Fahrgeldern bezahlen. Wir versuchen das jedes Jahr immer wieder ein bisschen erhöhen, aber es reicht immer nicht. Insofern muss das Land Berlin immer noch was dazu bezahlen und das Land Berlin ist knapp und muss natürlich versuchen, seine Ressourcen auch möglichst gewinnbringend an den Stellen einzusetzen, wo sie am meisten Nutzen bringen. Also wir trommeln bei unserem Aufgabenträger, das ist die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, sehr dafür, dass wir das Verkehrsnetz ausbauen und dass wir häufiger fahren müssen. Die sagen auch, sie würden es gerne machen, aber ihnen fehlt ein bisschen die Finanzierung dafür. Weil wir sagen natürlich auch, also wenn jetzt Busse und U-Bahn und Straßenbahn häufiger fahren, dann muss man dafür auch eine Finanzierung haben. Wenn es Berlin mal finanziell besser geht, statt Wechsel, mehr Bevölkerung, denke ich, kommen auch mehr Steuereinnahmen und da muss auch ein bisschen mehr für den öffentlichen Nahverkehr übrig bleiben. Wenn die Tegel nachnutzen, dann voll finanziert ist, dann gibt es vielleicht auch noch einen Obolus für Busverbindung mehr dahin. Insofern sind wir voll auf Ihrer Seite. Ich sehe es in kurzer Zeit erstmal leider nicht als realistisch an. Aber Sie sind in unseren Herzen auf jeden Fall. Ich hab gerade an der BVG-App nachgeguckt, dass vom Flughafen Tegel zum Bundestag 26 Minuten. Wow, immerhin. Gute Leistung. Ich habe eine Frage zur Bürgerbeteiligung. Darf ich? Sind demokratische Prozesse geplant zur Einbindung von Bürgerbefragungen, zum Beispiel der Erschließung von Freiflächen? Oder ist es allein Ihre Sache oder Ihre Entscheidung? Von heute immer so. Ist völlig normaler Prozess. Ja, das kenne ich auch von 100% Hildburger Feld, ist es eben nicht. Und deswegen wollte ich das jetzt nochmal ansprechen, ob das geplant ist. Seit 2008 werden die Bürger beteiligt. Inwiefern? Ja. So. Der Kempelhof 100 zum Beispiel. Und es gibt ganz normale Wassertisch, Stromnetz. Also wenn Ihnen das nicht reicht. Volksbegehren, Volksbescheid, dauernd. Ja, ich sammle Unterschriften für 100% Sehen Sie, wir leben in einer Demokratie. Das macht sich irgendwie bemerkbar. Ja, also ich denke, wir haben am Anfang auch schon gehört, dass dies ein Auftakt sein soll. Der Dialog soll weitergeführt werden. Deswegen ist es ja schon mal ein erstes Angebot, sich weiterhin mit einzubringen. Herr Schulte hat klar gemacht, dass es weitere Veranstaltungen geben soll. Und ich würde Sie einladen, jetzt Ihre E-Mail-Adresse hier zu lassen, sodass Sie die Dokumentation dieser Veranstaltung auch bekommen können. Und es sind viele Anregungen gekommen zum öffentlichen Nahverkehr, aber auch Nachfragen zu den Kleingärten und zu dem, was das Areal bedeutet. Ich finde, man hat gesehen, dass es wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Möchte mich an dieser Stelle auch bei Ihnen für das Kommen bedanken, für die lebendige Diskussion, die wir geführt haben. Möchte mich bei den Podiumsteilnehmern bedanken. Sie bitten, eben noch ein bisschen weiter zu diskutieren mit dem Publikum jetzt im Anschluss. Und ich möchte Sie bitten, uns ein kleines Feedback zu dieser Veranstaltung zu geben. Wir haben dort so eine kleine Skala eingerichtet. Diese Einwohnerversammlung war sehr informativ und hat mir gut gefallen. Trifft das zu oder trifft das nicht zu? Sie haben am Anfang schon einen Punkt geklebt. Wir würden Sie bitten, beim Rausgehen dann nochmal einen Punkt zu kleben. Ich wollte mich auch nochmal bedanken bei dem Herrn Dornbusch, unserem
Schulleiter hier von der Schule, der den Raum. Ich lade Sie jetzt ein, diesen Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Herzlichen Dank.